Und damit mit Pauken und Trompeten. Moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. So, ich guck mal, das Mikro schlägt aus. Keine neuen Windows-Updates, die irgendwas versucht haben zu verstellen. Heute solltet ihr mich von Anfang an gehört haben. Yay, so funktioniert das also mit diesem Stream. Ist ja für uns alle noch Neuland, ne? So, apropos Neuland. Heute werden wir forschungstechnisches Neuland betreten, wie ich letzte Folge schon angeteasert habe. Wir haben ein paar Forschungspunkte aufgespart. Heute werden sie ausgegeben. Und bevor wir das machen, erstmal ein ganz liebes Hallo an diejenigen von euch, die schon am Start sind, nämlich an den Kales, an Neo Kerman, an Afrimaster, Crazy Day, den Mickey. Ich habe dich irgendwo gesehen. Da ist er, der Mickey. Hallihallo, Wolf Shooting, Torbark, Mimir, Etienne. Lord Grimmisch, den Klopfer, Mr. Penguin, Mika Penguin King. Grüße gehen raus. Mr. Penguin King natürlich. Endure, den Mackis, Auto, Jojongs, Hugo, Sefradu, aka, wir nennen ihn Schnorpel, Meoran und Alex. Hi. Und natürlich auch Hallo an alle, die rumlurken. Da ein, zwei von denen, die dafür in Frage kommen, da sind, habe ich gedacht, ich werde heute mal was in die Kamera halten, damit ihr wisst, dass es soweit ist, dass ihr euch melden müsst mit euren Adressen. Aus guten DSGVO-Gründen lösche ich natürlich immer, wenn ihr die Einjahres-Sub-Geschenke geclaimt habt, eure Adressen wieder, weil ich habe keinen rechten Adressdatenbank von euch aufzubauen. Aber einige von euch, unter anderem zum Beispiel der Mimir, haben eventuell mittlerweile genug Monate aufgebaut, um diesen ganz hervorragenden, einzigartigen, na gut, vielleicht gibt es 50 Super Patch zu bekommen. Größentechnisch ist der ungefähr zufällig ungefähr in der Größe. Vielleicht, ich weiß nicht, wo ich die Inspiration hergezogen habe, eventuell in der Größenkategorie des Distant World Patches zu sehen, mit ganz hervorragender Klettfläche, und ihr erhaltet völlig kostenlos diese Flauschfläche zum Aufnehmen mit dazu. Ja, wenn ihr die 24 Monate voll habt und das gerne in der Post haben möchtet, dann schreibt mich doch mal bei Twitch im Private Message Chat oder eben im Discord an und lasst mich wissen, wohin euer lustiger Mission Patch gehen soll. So, Flauschfläche, juhu. So, jetzt aber zum Streaming-Teil des Abends, oder? Da war doch irgendwas. Irgendwas machen wir doch heute. Streamen wir heute? Ich glaube, wir streamen heute. Mensch. Crazy sammelt schon wieder Punkte. Sehr schön. Also, wir werden uns jetzt ein bisschen Wissenschaftspunkte angucken. Wir arbeiten ja hin auf die Geschichte, dass wir Interplanetares erstmal reisen. Es macht, glaube ich, Sinn, sehr zeitig die Jol-Sonde abzuschießen, weil die braucht ewig, bis sie da ist. Also das Fenster werden wir mitnehmen. Da brauchen wir wahrscheinlich noch einen guten Verstärkersatelliten, um unser Deep Space Network eigentlich erstmal überhaupt aufzubauen. Und in 93 Tagen ist Duna auch am Start. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir direkt eine bekörbelte Mission machen. Ich vermute fast nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, das können wir uns auch noch nicht so richtig leisten, das weiter aufzubauen. Was die Körbonauten angeht, der Grimmisch Kerman ist als Engineer mit dazugekommen. Ich habe hier noch zwei auf der Liste stehen, nämlich Sunny Kerman und Barbara Kerman. Wie ihr seht, ist im Moment aber dicht. Wir werden demnächst mal das Upgrade hier durchziehen. Ich guck mal, ob es Ende dieser Folge reicht, dass ich das Upgrade machen kann, finanziell. Ich möchte uns nur nicht in Bedrängnis bringen. Genau, heute gehen wir jetzt aber erstmal forschungsmäßig los. Ziel ist es natürlich, uns auf zweierlei Dinge vorzubereiten. Zum einen natürlich interplanetare Missionen. Wir haben die erste Stufe Nuklearantriebe schon freigeschaltet, also von daher sind wir da gar nicht schlecht unterwegs. Und die andere Richtung, in die ich gerne ein bisschen gucken möchte, ist so in die Richtung, ja, Ressourcenabbau, ISRU, um eben die Grundlagen zu schaffen, dass wir gegebenenfalls die Schiffe wieder refuelen können. Da müssen wir mal gucken, wie das eigentlich mit dem Betanken funktioniert, weil bisher habe ich so richtige
Ressourcentransfers noch nicht so gut hinbekommen. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Und da müssen wir mal gucken, woher das kommt. Und wahrscheinlich macht es auch Sinn, nochmal zu gucken, wo wir. Ah, 15G ist fast noch knapp, ne? Aber 15G ist schon mal besser als nix. Wir brauchen halt richtig, richtig gute Antennen. Da werden wir auch nicht drum rumkommen. Weiß nicht, ob uns das hier irgendwie hilft. Wahrscheinlich noch nicht. Moin auch an den Rest, der noch dazugekommen ist. Zum Beispiel der Sipro, der News Daddy, Hugo und die Vico. Schön, dass ihr da seid. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall machen. Das sind 300 Punkte. Really well invested. Ah, okay, wir müssen upgraden, ne? Ab einem gewissen Punkt. Das kostet dann auch 500 Punkte hier. Scanning-Technologie ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, da ist ein ISRU. Da ist ein erster ISRU. Was kann der herstellen? Der kann Enriched Uranium und Liquid Water herstellen. Nee, der stellt nukleares Salzwasser her. Okay, es hat bestimmt einen Zweck. Und Alumina. Aluminium Fuel und Oxygen, okay. Medium Scanning Arm. Okay, aber hier scheint ISRU zu kommen. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist natürlich, woher kommen nachher die Abbauteile? Ist das hier oben Part? Geht das ein bisschen weiter runter? Schwierig, wir werden wahrscheinlich den Baum relativ stark freischalten müssen. Ich glaube, ich werde jetzt das Upgrade gehen. Auf jeden Fall vom Research and Development. 3,38. Okay, ich werde das Upgrade gehen. Oh Gott, ich bin so geschockt. Ich werde das Upgrade nicht gehen. 3,38 Mille. Okay, das gibt uns ein bisschen Spielraum, um nachzugucken, was wir damit machen. Ich habe, glaube ich, einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, ist das teuer. Oh mein Gott, ist das teuer. Wow, das ist richtig teuer. Leute. Holy shit. Ich glaube, ich habe Schnappatmung. Okay, wir müssen noch ein bisschen sparen für sowas. Das heißt aber auch, wir können die Science-Punkte hier auf der Ebene einsetzen. Also, wir haben schon mal verbesserte Kommunikation mit einer großen Relay-Antenne auch. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Ein besserer Probe-Core ist vielleicht auch hilfreich. Was kann der denn dann mittlerweile? Stability Assist Retrograde, Prograde Radial und Normal. Okay. Scanning-Technologie finde ich tatsächlich interessant, weil wir damit natürlich die Grundlage schaffen. Ich glaube, wir nehmen mal Scanning-Technologie auf jeden Fall mit. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Reise hier hingeht. Hier ist Ionen-Propulsion, hier ist Laser Beam Transmitter, das sieht mir eher. Oh, das gute dicke Science Labor, okay. Und ist aber immer noch kein. Doch hier ist ein Convertotron schon mal. Das ist die Grundlage, um Treibstoffe herzustellen. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Okay, Convertotron. Und ein kleiner Mining-Dings. Okay, also hier müssen wir hin, um Treibstoffe herzustellen. Dafür brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr Spielraum, was unsere Finanzen angeht. Eieieiei, 3 Millionen. Ich bin immer noch geschockt. Ich bin immer noch.
schwerst geschockt. Was soll man denn mit so viel Zeug? Field Science. So, das sieht ja mal interessant aus. Akita Rover, ne? Da kommen auch ein bisschen schönere Rover-Räder. Damit können wir natürlich größere Ausflüge machen. Ist nicht ganz uninteressant, muss ich sagen. Advanced Landing gibt uns die großen Landebeine, ne? Ich glaube, ich mache jetzt mal, weil wir die Punkte haben, hier die Stage einfach fertig. Damit wir sehen, dass uns hier nichts verloren geht. Und die Robotikteile würde ich mal mitnehmen. Ich glaube, das sind so Dinge, wo wir langfristig. All from the ground, okay. Wo wir langfristig auch mal was benutzen werden von. Precision Propulsion ist die Voraussetzung für grob gar nichts, oder? Es ist nicht wirklich wichtig, außer wir wollen die kleinen Triebwerke. Wollen wir irgendwas von den kleinen Triebwerken? Das ist jetzt die große Frage. Ah, diese Patronen sind schon ganz nett, ne? Containments. Hier ist Nuklearpower. Das ist aber erstmal nicht unser Primärproblem. Hey, Borki. Vielen lieben Dank für den Raid und ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Na, was habt ihr Schönes gespielt? Ich rate mal, könnte Kerbal Space Program gewesen sein? Oder was gab es bei euch? Das sind die Power Distribution. Das ist alles ganz nett. Moin, Borki. Na, was gab es bei euch? Okay. War KSP. Was habt ihr Schönes gemacht heute? Mehr oder weniger erfolgreich. Naja, KSP lebt von seinen Rettungsmissionen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon Reaktorgedöns brauche. Das ist zu teuer. Advanced Metalworks. Inflatable Airlock ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Das wäre natürlich eigentlich schon ein bisschen sexy, ne? Ob die Dinger miteinander funktionieren? Interessiert mich zu sehr, um es nicht zu versuchen. Wir müssen diese Orbitalbetankung jetzt auch irgendwann trainieren. Graphenradiator, Performance Upgrade, okay. Ah, cool, hier kommen aber tatsächlich ein paar sinnvolle Sachen auch. Der Inflatable Workshop. Tundra Airlock. Okay, hier sind die Raumstation-Module drin. Also es war gar nicht schlecht, dass wir das freigeschaltet haben. Das bringt uns in Richtung der Raumstation. Mobile Workshop. Okay, aber nicht in Richtung der. Glaube, hier hinten kommen dann die wirklich coolen Sachen. So, wofür geben wir die letzten drei? So, was habt ihr gemacht? Versucht mit Probes auf dem Mond zu landen, sicher wieder zurückzukommen. Das Landen ging noch einigermaßen. Das Zurückkommen war etwas kapaurig. Okay. Naja, zumindest sind keine Kerbals draufgegangen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist doch auch schon mal viel wert. Das Ding da ist nicht zu empfehlen. Das hier, das war sehr buggy im letzten Playthrough. Was hast du verpasst? Wir sind noch am Shoppen. Also tatsächlich shoppen wir noch. Du hast noch nicht so viel verpasst. Ich überlege gerade, was ich mit den letzten 300 Science-Punkten mache. Oder ob ich sie aufhebe. Wir brauchen halt noch ganz gut Kohle, ehrlich gesagt. Lass uns doch mal gucken, was geldtechnisch uns so angeboten wird.
3,4 Millionen quasi. Wow, da fehlen uns einfach noch 2 Millionen. Holy shit. Wir müssen richtig teure Sachen machen. Was ist richtig teuer? Was kriegen wir hierfür? 248.000. Das ist nicht so wirklich viel. Explore Duna, Flyby Duna. Okay, das bereiten wir vor. So, Test. Den können wir einfach mitnehmen. Orbit of Kerbin. Brauchen irgendwas richtig Teures. Mondlandung mit zwei Touristen. Multi-Moon-Flyby. Wie viele sind denn das dann? 2, 5, 6. 3, 4 da drin. Moment. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein paar Touristen durch die Gegend fliegen, um die Kohle zusammenzubekommen. Hatten doch hier unser Touristenmobil. War das die? Ich glaube, das war die, oder? Genau, wobei die nicht mehr gesunken ist aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, wir können das ein bisschen einfacher machen, indem wir das da rausnehmen. Zack. Wir hatten genug Essen dabei. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ja, Geld verdienen wahrscheinlich. Wahrscheinlich Geld verdienen. The money grind is real. Aber eigentlich auch eine Yol Probe losschicken. Also beides so ein bisschen. Ich denke, wir werden die Touristen zuerst hochjagen. So, und damit haben wir eigentlich genug Seeds. Wir haben eigentlich genug Seeds. Um das mit denen zu machen. Ja. Ich würde den Schwimmring dran lassen. Ach, meinst du? Dann lassen wir ihn dran. Nicht gesaved. Kostet ja nicht so viel extra, das stimmt schon. So, die Rakete war ja eigentlich okay. Lass mal gucken, wie wir das kombinieren können. Hey, die war prinzipiell cool, die Moon Space Station. Ich hätte die gerne. Wenn wir das doppelt machen könnten. Ah, Moon. Jetzt ist wieder Moon, jetzt ist wieder weg. Ärgerlich. Hallo, Mr. Wörler. Na, den sonntäglichen Körbelausflug fertig gekörbelt, ihr Lieben. Hattet ihr ganz viel Spaß? Was habt ihr heute Schönes geschrieben? Geschrieben, genau. Was habt ihr heute Schönes getrieben? Und wie lief's eigentlich am Freitag? Wie lief's eigentlich am Freitag? Das ist natürlich auch eine große Frage. Nukola. So. Land on the Moon mit two tourists. Multimoon Flyby mit three tourists. Flyby auf Minmus. 6. Das klingt doch alles machbar. Zack. 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 So, das ist jetzt Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Die ganz große Geldoptimierungsvariante. Knappe 100.000. 2.000 sind wir bei 300.000. Sind wir bei 500.000 und ein paar gequetschte. Tranquility Base Es fliegt auf here. The Duna. Eagle Sehr has landed. schön. Ich wusste doch, dass es funktioniert. Siehst du das Glänzen in meinen Augen? Ich wusste, dass es funktioniert.
Der Mann mit der goldenen Rakete klingt wie ein Porno. Ich kann dich beruhigen. Es ist tatsächlich eine Referenz auf einen James Bond-Filmtitel. Und zwar auf den Mann mit dem goldenen Colt. Ab und zu am Sonntag streue ich mal Referenzen auf alte James Bond-Filme ein, falls es der ein oder andere schon mal gemerkt hat. Also es ist kein Porn. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist tatsächlich eine James Bond-Referenz. So. Was gibt's heute zu trinken? Es gibt eine leckere Mio Mio Mate mit Ginger, also mit Ingwer ist das auf Deutsch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Fraggles in der Rakete eigentlich alle sauber an den Start kriegen. Wir müssen halt Moonlandung und Start. Das wird teuer auf jeden Fall. Das wird insgesamt sehr teuer. Ich muss mal gucken, ob die Kiste das sauber hergibt. Also, fliegen wird uns heute mal. Na komm, Wöller. Du hast ja letztes Mal Touristen schon so ideal geflogen. Du weißt, wie das geht. Du bist ein sehr guter Gastgeber, habe ich beschlossen. Du wirst jetzt auch noch diese Bande hier komplett durch die Gegend fliegen. Die brauchen ein bisschen Betreuung. Die machen das das erste Mal. Panik. Keine Sorge, du hast nur die Verantwortung für 6 Körbelleben. So, wenn wir damit losfliegen, haben wir 59 Tage Supplies, 97 Tage Habitation. Also daran wird es schon mal nicht scheitern. So. Jetzt fliegen wir da gern los mit 1,53er Trust Weight. Alles ist cool. Bla bla bla. Wir fliegen da hoch. 2,6. So, zack. Upper Stage hat 1,66. Ist auch voll cool und okay. Fairing weg. Jo, ich glaube, das können wir einen vorher machen. Vermute ich zumindest. Ich weiß es noch nicht. Man soll nicht Dinge tun. Sie haben wichtige Dinge überlesen. Wie? Ich habe wichtige Dinge überlesen. Wieso? Was habe ich überlesen? Ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe zum einen, ich habe sie nicht überlesen, ich habe sie nur vergessen. Ich habe es sogar gelesen und gedacht, mache ich gleich und dann läuft bei mir, ne? Vielen lieben Dank für die 100 Bits, liebe Crazy. Und danke für die Subway 100 Bonus 10 Mahlzeit. Es hat irgendwas mit Subways zu tun. Ich glaube, im September ist es so, dass irgendwie bei einem bestimmten Emote 10 Bits obendrauf gibt, ne? Von Subways irgendwie so. Und Nikolai, vielen lieben Dank für den Resub im 4. Monat. Was hast du verpasst? Tatsächlich viel. Wir haben ein bisschen eingekauft. Wir haben ein bisschen Science gekauft, also ein paar Technologien geshoppt, aber nichts so richtig Wildes. Und bereiten jetzt gerade eine Touristikmission für dickes Geld vor und werden dann aber auch direkt noch zwei Satelliten eigentlich vorbereiten. Ja, sowas in der Art. Vergessen. Ignoriert. Genau, und werden dann für Jolen Satelliten vorbereiten, damit wir da schon mal. Ja, ich weiß gar nicht. Wir müssen mal gucken. Ey, das wird echt schwierig. Wir haben noch nicht so wirklich die Antennentechnologie dafür. Ob wir was bauen können, was das schon schafft. Jetzt bereite ich aber gerade erstmal die Minmus- und Moon-Mission vor. Und das wird relativ knapp, muss ich sagen. Warum ist das so knapp? Das reicht doch hinten und vorne nicht. Damit bin ich nach Minmus und zurückgeflogen. Interessant. Warum ist da eine Hülle um die Oberstufe? Du meinst das da, das Fairing, aus aerodynamischen Gründen? Es reicht doch hinten und vorne nicht. So, wenn ich jetzt damit nach. Bin ich denn damit nach Minmus geflogen? Sind wir gelandet tatsächlich? Ja, scheinbar bin ich damit auch gelandet, ja. Aber das haut doch hinten, oder? Habe ich gerade Tomaten auf den Augen? So. Also wir brauchen 3,5 in den Kerbin Orbit. Wir brauchen nochmal ein Tausi rüber zum Moon. Dann müssen wir in den Moon Orbit bremsen. Sagen wir nochmal 1000. Sagen wir nochmal 300. Sind wir bei 4.000
800 ungefähr. Dann müssen wir landen, sind 600, sind wir bei 5400, müssen wir starten, sind wir bei 6000, sind wir über dem Budget. Im Leben nicht. Und ich muss auch noch nach Minmus damit. So schon mal nicht. So schon mal nicht. Wir müssen ein bisschen expanden tatsächlich. Also, aber die Stages hier sehen ganz gut aus. Die haben einen guten Trust-Weight-Ratio. Ja, hier nicht so, aber du bist auch die Upper Stage. Frage ist, an welcher Stelle lösen wir unsere Probleme? Der Pilotenfuchs, ja, ich habe aber schon andere Strategien aktiv. Ich habe keine Strategie mehr frei und die nächste Erweiterung ist auch schon wieder echt teuer. Und ich würde ungern jetzt gerade die Too Boldly Go im Klo runterspülen. Die Elite Dangerous spiele ich im Moment nicht aktiv und stream es daher auch nicht. Ich überlege gerade, wie wir das Konzept umbauen, ohne es zu aufwendig zu machen. Fallschirmmäßig war das ja alles ziemlich safe. Wie viel Trust-Weight-Ratio haben wir? 1,61 auf dem Moon. Das ist eh schon nicht so ideal, um es mal freundlich zu formulieren. Rakete kostet jetzt 76k. Wir machen knapp 500. Okay. Dann müssen wir hier unten ein bisschen was anders machen. Ja, ich habe das mitbekommen, dass die Fleet Carrier kommen. Mit den Tutorials bin ich am Samstag leider nicht zugekommen. Ich habe mal ein Wochenende eingelegt, wo ich die Zeit genutzt habe, um ein bisschen für mich zu entspannen. Deshalb ist da nicht so viel passiert mit den Tutorials. Ich gucke mal, ob ich nächstes Wochenende dazu komme. So, zack. Vielleicht noch mal einen kurzen Tank oben drauf. Zack. Was nehmen wir? Den Skippern müsste das ganz gut funktionieren. Schauen wir mal, ob das ausreicht. 1,25, das ist nicht ideal. So, aber es würde funktionieren. Ich kann auch einfach den noch wegnehmen. Aber 1,33, das ist okay. So, jetzt a little bit of Treibstoffverbindung. Moin, Kurt. So, das gibt uns hier eine Trust Rate von 1, und ein bisschen, nachdem wir erstmal 97 Sekunden damit gebrannt sind. So, jetzt sind wir schon bei über 7000. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Das sieht doch schon ein bisschen anders aus. So. Wir fliegen dann damit in den Orbit, dann sind wir auf der Stage sogar noch ein bisschen was übrig, wenn ich das nicht total verreiße. Dann fliegen wir damit den Moon Orbit und einen Großteil der Landung tatsächlich sogar noch.
Wir müssen dann mit dem Ding eigentlich nur noch starten. Könnte trotzdem knapp werden, ne? Das könnte richtig knapp werden. Land ist schon raus. Ich guck mal, ob wir hier noch ein bisschen sparen können mit den Supplies, aber das bringt uns so viel auch nicht, ne? Ah, das bräuchte ich nachher. Nur die paar Delta V, die ich da rausgequetscht kriege. Okay, im Zweifelsfall haben wir seitlich hier so kleine Attach-Tanks. Ja, ne? Wo ist er denn? Sagittarius? Nee, ich bin am Beagle Point im Moment. Warte, ich kann dir relativ gut zeigen, wo ich zum Schluss war. Da habe ich aufgehört zu fliegen. Ich bin exakt am Beagle Point im Moment. Sehr, sehr weit draußen. Sehr, sehr, sehr unangenehm weit draußen. So, wir probieren mal, ob wir eventuell. Das wäre natürlich gar nicht so unsexy insgesamt. Oh, wenn das klappen würde. Ah, mal gucken. Damit können wir uns natürlich so ein bisschen Zusatzsprit gönnen. Was passiert? No. Also, das sollten wir natürlich vielleicht in eine eigene Stage packen, die wir eventuell erst über dem Antrieb machen. Acht Delta V. Und sieht lustig aus. Sind es die 308 Delta V, die es mir wert sind, den Aufwand zu treiben? Eigentlich spricht nichts dagegen, ne? Oh, warte mal, ich habe ein neues Triebwerk, richtig? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich glaube, ich habe noch eine Idee, wie ich die Kiste noch effizienter bekomme für unsere Reise. Ich muss es nur finden. Ich habe irgendwo so ein übertrieben effizientes Triebwerk. Für den Auftrag gehabt, oder? Sag mir bitte nicht, dass ich das nur für den Auftrag hatte. Los. Bitte nicht. Vielleicht ist das der gute Invest. Dieses super effiziente Dingsbums-Triebwerk, wie auch immer es hieß. Ah, der Wolfhound, und der ist da hinten in dem Bereich, an den ich nicht rankomme, ne? Verdammt, den hatte ich über einen Auftrag. Den hatte ich über einen Auftrag. Der wäre natürlich super gewesen. Aber wir haben Nukulartriebwerke. Wir haben Nukulartriebwerke. Why not this way? Wir können die Oberstufe Nukular umbauen. Dann haben wir diesen ganzen Havoc nicht. Und wahrscheinlich eine deutlich effizientere Oberstufe. Ich muss mir nur angucken, wie ich die Triebwerksstufe auf das Niveau bekomme, wie ich das haben möchte. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Ah, da bin ich dem Neo knapp zuvor gekommen. Hervorragend. So. Das ist eine ganz hervorragende Idee.
Eine gänzlich hervorragende Idee und überhaupt nicht gefährlich für die Touristen, denke ich. Ich denke, das ist genau der Weg, wie wir das machen sollten. Ist nur die Frage. Ich werde mich, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht ist der Wöller sogar noch da und hört's. Ich werde mich, glaube ich, ein bisschen vom Wöller inspirieren lassen. Ich fand seine Konstruktion nicht ganz schlecht. Nicht ganz schlecht. Hast du das gehört, Wöller? Nicht ganz schlecht. Ich würde sie nur versuchen, mit ein bisschen weniger Clipping zu veranstalten. Ich arbeite in der Nukularmedizin. Das ist schön. Dann ist das heute deine Folge. Deine Folge auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie kriegen wir das kombiniert mit dem. Zack. So. Zack. So, jetzt kaufen wir uns einen Nukularantrieb. Die Frage ist jetzt, welcher ist es natürlich? Achso, für alle von euch, die eventuell heute das erste Mal in diesem Stream sind, ich bin weder komplett dumm, noch habe ich einen massiven Sprachfehler. Mir ist klar, dass das nicht richtig Nukular heißt. Aber es hat sich so eingebürgert. Und alle, die was anderes behaupten, haben Unrecht. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bastel, vielen lieben Dank für 14 Monate. Dankeschön. Und natürlich weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Juhu. Was? Lüge. Genau, es ist Nukular. Die Frage ist, welches nehmen wir? Wir nehmen natürlich das effizientere. Das hier ist aber sehr viel leichter, ne? Ah, es ist auch sehr viel kleiner, sehe ich gerade. Ignoriert mich. Doch, so heißt's. It's worth all the monies. All the monies. Mann, sieht das gut aus. So, wir haben jetzt schon. Jetzt muss ich das. Ah, das musste man ja noch einstellen. Wo ist denn mein Fuel? Da. Hydrogenperoxid, Oxidizer. Was kann das alles mittlerweile benutzen? Liquid Fuel, yes. Dr. Medai, vielen lieben Dank fürs Follow. Der zeigt jetzt gar nichts an. Das ist nicht gut. Er zeigt an, Stage 2 hat. Knappe 900 Delta V. Okay. Oh, da ist noch ein Deckel drauf. Das hätte nicht gut funktioniert. Seht ihr, wenn man in Gedanken ist. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, ich würde die gerne decoupeln können, falls ich sie nicht mehr brauche. Und ich würde gern versuchen, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie weit wir damit gehen. Kann ich das Ding hier scalen? Das ist zu klein. Das ist aber auch irgendwie zu groß wahrscheinlich, ne? Das sieht auch doof aus. Das ist nicht ganz der Effekt, den ich erreichen will.
Ist es overengineered? Maybe. So. Matzi, vielen Dank fürs Follow. Und auch dir natürlich ganz herzlich willkommen bei den Kolonauten. Und das gleiche gilt für William Shakespeare. Vielen Dank. So. Das Ganze nicht doch eher schwerer? Ich glaube nicht tatsächlich. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich es optisch machen will. Ich sehe mein Landepart noch nicht so ganz. So, jetzt müssen wir das ja aber noch umstellen auf meinen Liquid Fuel Tank. Ich habe noch keine so seitlichen Tanks, ne? Gerade ob ich irgendwie so eine Art Hülle dafür kriegen kann. Wenn ihr eine schöne Idee habt, wie wir das verkleidet bekommen, das wäre ganz nett. Also was ich eigentlich suche, ist eine schöne Variante, das in die Mitte zu packen und außenrum den Treibstoff zu arrangen. Vielleicht über eine Plate. Sind jetzt genug Fallschirme dran? Die Fallschirmanzahl ändert sich ja nicht. Knopf gedrückt. So. 4x1, 6x1, 8x1. Zack. Zack. So. Hiervon gibt es leider keine Variante, die ein bisschen schmaler aussieht, aber passt mal auf. Ist das mein Ansatz, das Ding zu verkleiden? Gucken, wie das aussieht. Ah, der crossfeedet nicht, ne? Nose. Nicht wirklich, oder? Lässt der kein Crossfeed dazu? Wieso ist denn eine Engine Plate ein harter Blocker? Nee, das ist nur... Ah, warte mal. So, jetzt wollte ich schon sagen. Puh, das wäre echt bitter, wenn eine Engine Plate Fuel Flow blocken würde.
Aha, du bist ja wieder da. Ich erwähnte es eben, dass ich mich gerade hab von dir, also dass ich mich von dir etwas inspirieren lasse zu diesem Design. Aber es halt versuche, ohne Clipping zu machen. Aber ich habe das tatsächlich aus Copyright-Gründen deutlichst erwähnt. Kannst du glauben? So. Ja, das ist nicht die beste Idee. Ich glaube, wir stitchen das in. Dann sieht man es von außen nicht ganz so sehr. Das hat ja richtig gut geklappt. Dinge, die gut funktionieren. Diese Struts. So, und dann machen wir doch Folgendes. Technik der 1000 Landebeine. Clipping gehört dazu. Völlig okay, wenn das bei dir dazu gehört. Bei mir nicht. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Ich glaube. So könnte man das fliegen. Vielleicht. So, jetzt die Frage. Tschüss Alexa, vielen lieben Dank fürs Follow. Warte, du willst damit landen? Na klar will ich damit landen. Ja, vielen lieben Dank fürs Follow, sage ich schon, für den Resub. Oh mein Gott. Für den Resub natürlich. 8. Monat in Folge. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich verstehe die Frage nicht. Zack. So, jetzt haben wir Body, Moon, Trust-Weight-Ratio von 1,58. Das sieht gut aus. Sehr gut. Ich glaube, das kann man so lassen. Sehr gut, jetzt muss ich nur noch meinen Strom wiederfinden. Gut, das war, glaube ich, auch ein großes Problem der Rakete, oder? Ich hatte ein bisschen wenig. Wo steht's? Ein bisschen wenig. 4100. Wo kommen die her? Wer speichert hier so viel Strom? Scheint doch. Ach, dazwischen. Okay. Da ist eine Batterie. Genau, dann ist alles gut. Ich hatte gerade nur ein bisschen Pipi in den Augen. So, das sieht sogar gut aus, dass das da reinpasst. Und jetzt sind wir natürlich Delta-V-mäßig relativ gut in der Oberstufe unterwegs. Fliegen mal mit was anderem. Ein bisschen Nukular-Technologie und da ist der Wöller auch genau der Richtige, das auszuprobieren. Der kennt sich aus mit Nukular. So, hier unten haben wir halt, wie gesagt, jetzt eine etwas experimentellere Raketenkonstruktion. Da müssen wir gleich noch eine Startvorrichtung ranbauen. Experimenteller ist auch übertrieben, aber etwas mehr Booster-basiert. Sollten wir vielleicht noch gucken, dass wir hier den Gimbal ausmachen. So. Ach, Strom. Strom, Strom, Strom. Siehst du, ich habe mich selber schon wieder abgelenkt. Wir wollten natürlich noch neue Photovoltaik-Panels anbauen. Boop, boop, boop. Worum geht es heute? Heute geht's
mit der Mission hier ums Kohle verdienen und mit einer weiteren Mission, die wir heute wahrscheinlich noch starten werden. Also eigentlich zwei Missionen. Wir werden erst eine mit einem Deep Space Network Satelliten starten, der in Zukunft Langreichweitenfunkverbindungen machen soll. Und dann werden wir noch eine Mission nach Jol starten. So. Echt, das ist so viel mit dem Gamble. Ich finde, das ist gar nicht so viel. Ist ja auch nur ein Befehl. Also ich sehe jetzt auf dem ganzen Screen, den ich sehe, nur ein einziges Mal, dass gegambelt wurde, glaube ich. Die Jol-Sonde ohne Auftrag losschicken. Ah, ja, ist eine gute Frage, ne? Eigentlich sollte man es nicht for free machen. Es ist ein Argument, aber ich habe die Jol-Aufträge noch nicht. Das ist ein guter Einwand, Meckes, weil eigentlich kriegen wir keine Kohle dafür. Und versauen uns wahrscheinlich wieder was. Ah, schwierig. Ich gehe da nochmal in mich, aber ein Deep Space Network schadet nicht. Okay, jetzt lasst mich nochmal gucken, was das Interstellarische sagen. 133, 114. Ja. Okay. Zack. Ja, Ausrufezeichen Perk ist tatsächlich ein bisschen größer. Aber das muss man ja eigentlich auch nicht dauernd aufrufen. Das ist ja nur zum Nachgucken. Explodat, vielen Dank für 26 Monate Resub. Auf jeden Fall auch in der Qualifikationsrange vom 2-Jahres-Mission-Badge. Falls du den haben willst, schreib mir nochmal deine Adresse. Dankeschön. Dann mache ich die demnächst mal fertig. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken wünsche ich dir. So, ich glaube, die schlimmsten Sachen haben wir. Ich würde sagen, wir bringen das jetzt hinter uns. Im Sinne von, wir bringen die jetzt mal ins Weltall. Und, ach, eine Sache wollte ich noch autostoppen. Das hier nämlich. Zack. So, damit müsste das hoffentlich gut genug sein. Kühlung ist eigentlich kein Problem, wenn wir nicht zu lange brennen lassen. Sollte eigentlich auch so gehen. Los geht's. Ich bin gespannt. Hoffentlich töte ich nicht wieder einen Haufen Touristen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Niemanden umzubringen bei der Aktion. So, da müssen wir mal gucken, ob wir einen guten... einen guten Weg finden. Erst den Moon und dann noch Minmus anzufliegen. Schauen wir mal. Schub es an und los geht's. Weller macht keinen Blödsinn. Leichte Drehung in der Rakete drin, aber was will das? Natürlich, immer sind es die anderen. Natürlich! Lilane Haare scheinen gerade ziemlich in zu sein. Ziemlich in, das ist die neue Schickfarbe, habe ich so das Gefühl. Man trägt lila auf Körben. Man trägt lila. Also Frau, es scheint alles weibliche Körben zu sein. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber
Der Rest auf jeden Fall alles Frauen. Die Frau von Körben trägt lila heutzutage. So. Ist Rakete CO2 neutral? Nein. Nur wenn man Dinosaurier draus baut. Okay. Sieht auch soweit ganz gut aus. Also eine schöne Höhe schon mal. Okay, Habitation machen wir gleich an. So, jetzt sollten auch alle halbwegs glücklich sein. Sieht gut aus. Strom läuft auch soweit. Okay, wir können ein bisschen Druck aus dem Antrieb rausnehmen. Sehr gut. Sieht gut aus. The Rocket is on the way. Ich stream wieder 1080p. Ja. Die Leitung scheint sich halbwegs stabilisiert zu haben. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich hatte mich ja erst auf die 720 runter, hatte dann die 60 Frames per Second probiert. Das ging, die 900 mit 60 Frames. Aber da gab es halt bei ein paar Geräten einfach Probleme offensichtlich. Also es gab immer wieder Zuschauer, die gesagt haben so, wenn ich dann keine Quality Options kriege, konnten manche Leute auf manchen Geräten nicht gucken, die irgendwie mit dieser Kombination nicht zurechtkamen. Und deshalb habe ich jetzt mal wieder so eine Standardauflösung genommen und im Moment sieht es gut aus, dass ich das relativ verlustfrei hinbekomme. Wie gesagt, normalerweise ist das mit den 60 Frames auch kein Stress für diejenigen, die es dann nicht haben wollen. Die können dann nämlich einfach runterschalten. Aber es ist halt immer so diese Gefahr, ich habe halt keine Garantie auf die Quality Options. Und da ist es dann immer so ein bisschen Gamble, dass das dann ein paar Leute aussperrt, schlicht und ergreifend. So. Sind wir am Start für die Zirkularisierung unseres Orbits. Und ich würde sagen, wir machen als erstes den Moon Orbit, die Moonlandung, einfach weil die gefährlicher ist. Und wenn wir die sauber hinbekommen haben, dann schauen wir mal, was der Rest sagt. So, das gab nochmal Massive Scale Launches. Gut. Also erstmal Moon. Und dann müssen wir von da aus irgendwie den Weg nach Minmus finden. Aber da machen wir uns den Kopf drum, wenn wir da sind. Abweichung ist gar nicht so wenig, aber sollte passen. Genau, ich sehe schärfer aus. Ich war beim Friseur. Seitdem sieht das wieder ein bisschen schärfer aus. Machen. Eventuell kann ich auf dem Weg nach Jol noch Aufträge annehmen. Wir werden es sehen. So, wir machen jetzt hier den Schuss nach draußen.
Und dann werden wir uns um den Relay-Satelliten kümmern, während die Peoples unterwegs sind. Weil die brauchen unsere Aufsicht nicht. Da können wir ein bisschen was Konstruktives für die ganze Yol-Nummer bauen. Und dann halt den Yol-Satelliten konzipieren. Der wird sicherlich spannend. Die Reichweite wird, denke ich, ein Thema werden. Ich denke, die Reichweite wird ein richtiges Thema werden. Also die Funkreichweite. Nicht so sehr die Flugreichweite. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen drum. Aber die Reichweite mit dem Funk wird spannend. Ja, viele Antennen, genau. Viele, viele Antennen. Und wir bauen hier vorher einen Relay-Satelliten, der auch quasi eine wandelnde Antennenplattform ist. Ne, Ion Engine habe ich noch nicht. Also ich muss nukular an die Sache ran. Also ich sehe sie schon im Tech Tree, aber da fehlen mir noch 3, irgendwas Millionen für. Also mir fehlen tun noch 2, irgendwas Millionen, aber ich brauche knapp 3,4 Millionen, um das R&D zu upgraden. Auf diese Höhe zu kommen der Technologien. Können die Entfernung irgendwie ermitteln? Du meinst wahrscheinlich, um rauszufinden, welche Antennen du benutzen musst, ne? Dafür gibt es aber Tabellen online. Ansonsten, klar, also wenn du die ganzen Kreisbahnen hast, beziehungsweise kannst du ja durch die Altitude quasi eine Entfernung sehen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Yol als Beispiel nehmen, dann hätten wir ja hier Kerbin, sehe ich das? Sehe ich das von Kerbin? Tatsächlich, gibt er mir das? Nee, gibt er mir nicht. Aber anderes Beispiel. Duna ist zum Beispiel 21 Milliarden Meter über der Sonne und Yol 65 Milliarden. Das heißt, im Idealfall hast du quasi 65 minus 21, ganz einfach gerechnet, Abstand zwischen den Himmelskörpern. Also 44 Milliarden. Oder im Worst Case, wenn die genau gegenüberliegend sind, hast du halt 65 plus 21. Und genau das gleiche kannst du im Tracking Center einfach für Kerbin nachgucken. Und damit ist es einfache Addition und Subtraktion von Entfernung, um das Minimum und das Maximum hinzubekommen, weil die Bahnen sind relativ kreisförmig hier. Und so genau musst du es ja dann nicht nehmen mit der Antenne. So. Wir machen unser Bremsmanöverstart klar. Irgendwo da so. Was haben wir eigentlich alles für Aufträge mit dabei? Flyby auf Minmus, Land on the Moon. Multimoon Flyby. Okay. Konjunktion und Opposition. Ja. Begrifflichkeiten schon mal gehört, nicht in meinem Standard-Wortschatz, von daher sehr gute Ergänzung. Vielen lieben Dank. So, werden wir hier ein bisschen bremsen. So, das sind nochmal 231. Und dann seht ihr schon, wir sind auf dem Triebwerk eigentlich sogar gut genug ausgestattet, um. Schauen wir mal. Um auf dem Mond zu landen. Vielleicht lande ich es auf dem Triebwerk, einfach weil es geht. Wir müssen ja nur kurz stehen. Wir haben tatsächlich eine Moonlandung, ne? Land on the Moon with two tourists. Zwei von euch wollen gelandet werden.
Ja, dann machen wir einen kurzen Touchdown und dann starten wir wieder. Wir sind so ein richtig schlechtes, reißerisches Tourismusunternehmen, das einfach sagt so, tja, war doch eine Landung, was wolltet ihr denn? Vertrag erfüllt. Wir sind Schweine. So, einspeichern in die Uhr. Zack. Und passt alles. Spätzle Center. So. Den Mund trifft man auf dem Rückweg eigentlich sowieso immer. Ja, ist auch eine Möglichkeit, das so rumzumachen. Mal gucken, wie es läuft in die Richtung. Vielleicht hast du sogar mehr Recht, Neo. Wahrscheinlich ist dem sogar so. Aber wir machen es jetzt mal so rum. So, wir brauchen jetzt einen Kommunikationssatelliten. Den machen wir relativ simpel, denke ich. Keine Zeitangaben. Nee, bei der Landung gibt es tatsächlich keine Aufenthaltsdauer. Da ist es nur, lande mich. Machen wir. Sehr kurz. Vielleicht bleibe ich auch kurz stehen, weil ich nicht so bin. Mal gucken. So, neu. Die erste Deep Space Network Probe. Wir nehmen den modernsten Probe-Core, den wir haben. Oder wir nehmen das da, aber das ist so komisch seitlich eingebaut. Ich traue dem Frieden da nicht. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben auch einen kleinen Universal Storage Core. Jawohl. Der muss eigentlich gar nicht Universal Storage sein. Hier wollen wir draußen Antennen anbauen. Das heißt, eigentlich können wir... Klein? Ja, klein reicht. Lass uns das über ein Payload-Fach machen. Service Bay. Zack. Zack. Das ist wie gesagt jetzt erstmal nur das Deep Space Relay. Das ist noch nicht die Probe, die nach Yol fliegt. Das ist nur dafür da, Antennen im Weltall bereitzustellen, die eine gute und verlässliche Verbindung ermöglichen. So, und jetzt schauen wir mal antennenmäßig, was so geht. Oh, oder wir machen, habe ich schon ein entsprechendes Science Utility? Der Soil Moisture Sensor ist rein zufällig auch eine Antenne. Rein zufällig ist der eine Antenne. Kennt ihr das? Dass man immer den Knopf drückt, der es nicht ist? Wir könnten ihm natürlich einfach einen Propellerhut geben. Das ist eine gute Frage. Kann die Relayen? Oh, und die Undersized Signal Antenne haben wir auch noch. Das ist sogar ein Relay. Aber wir hätten auch noch die Undersized Signals. Oh ja, 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 Freunde. Das ist natürlich, das wäre natürlich die miese Variante. Ah, ich muss die 20.000 ausgeben, es tut mir leid. Das wäre natürlich die miese Variante eines Relay-Satelliten. Wenn wir sagen, das ist unser Relay. Achtung, Funk. Entschuldigung, haben Sie gerade die Sonne mit Ihrem Satelliten verdunkelt? Ja, vielleicht haben wir die Sonne mit unserem Satelliten verdunkelt. Okay. Ich denke, das ist die Antwort auf unsere Relay-Satellitenfrage. Einfach mal übertreiben. Einfach mal völlig, komplett übertreiben. So sollte ein Deep Space Network aussehen, oder? Und hinten machen wir dann Kabel nach Körben raus. Schön Glasfaser. Einmal Kabeltrommel, so eine Winch. Genau. Haben wir nicht sogar so eine Winch irgendwo? Irgendwo haben wir auch so eine Winch. Naja, auf jeden Fall
Das ist anders heißt. Ja, es gibt noch eine größere tatsächlich. Es gibt noch eine Oversized, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch eine größere. Die hat dann 10T. So. Nee, das ist doch Kacka. Das ist doch nicht Kacka. Das ist super. Ich denke. Braucht seine Riesenantenne auch sehr viel Strom. Ich gehe davon aus, dass sie eine Menge Strom braucht sogar. Ich gehe davon aus, wenn die sendet, braucht die 250 Strom pro Sekunde. Das heißt, wir müssen einen guten. Aber als Relay verbraucht sie halt nichts. Das ist ja das Schöne immer. Als Relays verbrauchen die ja nichts. So, und ich denke, einfach damit das optisch zueinander passt. Eine zweite in die andere Richtung. Nee, ich kann nicht noch eine zweite in die andere Richtung machen. Dann haben wir ja wieder ein Problem. Denn, was ist dann? Genau, dann haben wir das Problem. Passt die da ran? Das ist super. Ja, dann haben wir nämlich das Problem, dass sich die Dinger verdunkeln tatsächlich die Sonne. Also, ich habe dann das große Problem, dass ich nicht mehr Strom bekommen kann. Ich muss quasi die Satelliten so positionieren, dass diese Seite des Satelliten zur Sonne zeigt und die andere funkt nach außen. Ja. So funktioniert das dann. So. Okay. Sehr schön. Jetzt brauchen wir Strom. Jetzt brauchen wir sowas von Strom. Ich weiß nicht, welche Größe das ist. Das ist offensichtlich eine kleinere Größe. Also 250 verbraucht der pro Sendesekunde. Das ist ein Tausender. Moin, Pimp TV. Dann habe ich eine Info für dich, wenn du noch nicht zu weit durch bist. Ich habe das vor knapp 10 Folgen neu gestartet. Eventuell, wenn du das neu gestartet nur sehen willst. Ist auch interessant, das andere zu gucken. Aber ich habe es neu gestartet. Nee, Persistent Rotation habe ich nicht, weil es. Also, ich hatte, habe es mit drin in der Liste, aber es funktioniert nicht. Ich muss da mal irgendwie ein anderes Mod für suchen. Prinzipiell möchte ich das gerne haben. Aber es funktioniert auf der Version nicht sauber. Achso, die neuen hast du schon durch. Ich verstehe. Es funktioniert einfach auf der Version nicht so. So, mit 4000 Electric Charge sollten wir ganz gut unterwegs sein. In Kombination mit dem. Jetzt brauchen wir nur noch eine, ich sag mal, Steuerantenne. Also eine Antenne, mit der wir fliegen, bevor wir das Riesending ausfahren, damit wir unsere Kommandos empfangen können. Und dann war es das auch schon. Das ist eigentlich unser gesamter Satellit. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Und den verpacken wir jetzt in ein schönes. Ja, ich glaube, uns reicht sogar ein 1,8er Payload Fairing, ehrlich gesagt. Wir machen die Rakete dann nach unten etwas voluminöser. Hast du schon RTG? Nee, ich habe, glaube ich, einen Boden-RTG für irgendwas, aber da ist sauteuer, den freizuschalten. Nee, ach, da ist ein RTG mit drin, ja, aber die generelle Technologie des RTGs habe ich noch nicht. Könnte man nicht mit genug Pisten. Ja, Damon, aber dann rotiert das Ding wahrscheinlich. Andere Möglichkeit, die man natürlich machen könnte, wäre. Können wir das Ding kippen? Können wir es sinnvoll kippen? Fragen wir es mal so. Oder sagen wir es mal so. Ah, das wäre auch schon wieder wildes Geklippe. Ja, nö, ich lasse das mal so. Das ist schon okay. Gut. Ich denke, das hier reicht als Upper Stage wahrscheinlich aus.
Dann nehmen wir uns einen schönen, effizienten Upper Stage Antrieb. Der müsste auch passen eigentlich. Jawohl. 1500 Delta V bei 1,05er Thrust Weight Ratio. Ist völlig okay. Ganz achter Decoupler. Und dann nehmen wir uns einen schönen Adapter runter auf die aufs große Format und machen uns hier. Ich guck mal, vielleicht reicht ein Skipper, wenn wir Glück haben. Vielleicht, wenn wir ein bisschen kleiner bauen. Jupp, reicht locker. Ein Reaction Wheel könnte tatsächlich eine Maßnahme sein. Wir haben nämlich nur ein sehr kleines Reaction Wheel im Propco an sich. Danke, Mikrolek. So. Super, elegant gespielt. Elegant gespielt. Ja, wie viele Twinkies? Ich habe Twinkies als Technologie leider noch nicht freigeschaltet. Aber interessante Berechnung auf jeden Fall. So. Ich denke, damit sind wir ganz gut bedient erstmal. Feuer frei. In Richtung Weltall. Das kostet zum Glück auch nicht so viel. Dann positionieren wir das in einem schönen hohen Orbit. Und dann gucken wir mal, dass es uns treue Dienste bereiten wird. Ich meine, das ist jetzt das erste Deep Space Network Relay. Ich glaube, es wird reichen. Aber damit hätten wir auch eine gute Antwort, was wir einbauen in den Joule-Satelliten tatsächlich. Keine Experimente an das Teil. Nee, an das Teil nicht. Das ist tatsächlich, das ist ein reiner Relay-Satellit. Reiner Relay-Satellit. Der fliegt ja nirgendwo weit hin. So, ich glaube, können wir los. Oder? Das ist doch mal eine schnucklige kleine Rakete. Euch an, wie wundervoll viel Delta V sie hat. Quasi von alleine, muss mich gar nicht kümmern. Ich weiß gar nicht, ob ich bis zwischen Moon und Minmus rausgehe, aber ich werde auf jeden Fall in einen relativ hohen Orbit gehen, damit wir selten in den Schatten irgendwo eintreten und dann relativ viel bestrahlen können mit unserem Relay.
Moin, Sunny, ne? Das Ding fliegt sich wirklich, wirklich von alleine in Orbit hoch. Schön. So soll das. Hast du verpasst? Wir haben ein paar Touris losgeschossen. Wir haben uns erstmal ein bisschen Science gekauft, haben ein paar Touris in Richtung Dual Mondflyby geschickt. Also die sollen uns heute wieder die nächste halbe Million reinbringen. Und währenddessen bereiten wir alles auf die Yol-Mission vor. Es ist nicht mehr so lange. 45 Tage noch. Wir bringen jetzt das erste Deep Space Relay an den Start. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir ihn rausquetschen. Ja, vielleicht doch über die Mondumlaufbahn tatsächlich hinaus. Wir haben ja hier schon ein paar Relay-Probes. Okay, schauen wir mal. Ich mache jetzt erstmal hier die Antenne auf. Damit wir schon mal versorgt sind. Dann pressen wir ihn mal noch ein bisschen. Draußen. Ja, ich glaube, ich gehe tatsächlich zwischen Moon und Minmus, einfach weil wir hier schon ein bisschen Verkehr haben. Und die, wenn ich hier rausgehe, bin ich schon wieder gefährlich nah am Moon dran, dass ich da irgendwie gecatcht werde. Das muss gar nicht sein. Und hier zwischen ist viel, viel Platz noch. Da war dann rein zufällig auch der Sprit alle. Sehr schön. Ach, guck mal, ist sogar noch suborbital. Das heißt, wir können die Stufe sogar noch entsorgen. Die wird sich selber recyceln. Ist das nicht total gut von uns? Wir sind so umweltfreundlich. Satellit am Start. So, und dann bringen wir ihn doch schon mal in Position. Und röntgen einmal die Körbenbevölkerung durch. Gucken, ob alles so funktioniert wie gedacht. So, ich bin nicht ganz korrekt ausgerichtet. So, und los geht's. Deployment sowas von successful. Piep, 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 piep. Wir können jetzt jeden hören. Wenn einer hustet auf Yol, hören wir das sehr laut. So, da müssen wir noch mal ein bisschen brennen. Das kommt in den alten Wecker rein. So. Los geht's. So, und wir springen rüber zu den Touris. Dann können wir uns mit denen erstmal ein bisschen beschäftigen. Machen jetzt mal die Moonlandung. Und dann den Weg nach Minmus. Und während die auf dem Minmus-Weg sind, können wir den anderen Satelliten zirkularisieren. Dann machen wir die Touristenmission fertig und dann kümmern wir uns um den Yol-Satelliten, weil 55 Tage, die Zeit läuft ja nicht weiter, während wir bauen.
ist ja noch ideal Standard viel Zeit. Und der olle Wecker beschützt uns davor, dass wir irgendwas verpassen. So. Wie viel G hält die Antenne aus? Ein bisschen hoffentlich. Aber ich habe da nur ein Terrier-Triebwerk dran, also besonders schlimm werden wir das Ding nicht beschleunigen. Das ist ja nur ein kleiner Satellit. Ich bin zuversichtlich. So, schauen wir mal, was die Kunst hier so sagt. Alle sind sehr glücklich und zufrieden mit der derzeitigen mit dem derzeitigen Missionsablauf. Ich auch. Das Einzige ist, wir haben jetzt in der Stage tatsächlich ein bisschen zu viel Sprit mit dabei. Für meinen Geschmack. Achso, vielleicht machen wir es auch ein bisschen anders. Die wollten ja ein... einen voll krassen Moon Flyby nur haben. Dann sollen sie den natürlich bekommen. Eigenes Studium für KSP abgeschlossen? Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach nur ein bisschen viel KSP gespielt. Also keine Sorge. Ich habe nicht dafür studiert. Da musst du dich an andere Leute wenden, die sowas studieren. Ich habe auf dem letzten Community-Treffen nämlich gelernt, dass es hier Leute gibt, die sowas professionell betreiben. Vielleicht jetzt nicht mit Raketen, sondern eher mit Flugzeugen. Aber da bin ich fachbegriffsmäßig oder fachkenntnissemäßig, glaube ich, weit von entfernt. Sehr weit von entfernt. Mein Flugzeug ist trotzdem weitergeflogen. Entschuldigung. Wie viele Stunden habe ich auf dem Counter? Ich habe keine Ahnung. Viele. Echt richtig viele. Wenn wir ganz viel Glück haben, was ich nicht glaube... Oh, könnte das Duna sein? Maybe. Oder ist es einfach nur ein roter Stern? genau dich meinte ich, Jungs. Genau dich meinte ich. Wenn wir alle Glück haben, habe ich einen vierstelligen Stundencounter. Ich befürchte, er ist mittlerweile fünfstellig. Aber vielleicht sind es ja doch noch vier. Wer weiß das schon. So, dann bringen wir die mal runter auf, weiß ich nicht, 30 Kilometer. Nee, 20.000 Stunden werde ich bestimmt nicht haben. So viel, 20.000 Stunden ist eine Menge Zeit. Das glaube ich nicht. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwo so zwischen 9 bis 12.000 sind. Vielleicht. Aber 20 würde mich wundern. Ihr könnt ja mal die Videolänge auf meinem YouTube-Kanal zusammenzählen. Dann gibt es da Tools für? Gibt es bestimmt Tools für. Es gibt für allen Mist ein Tool. Ohne auf meine Raumstation? Nein. Nein, nein. Das mache ich an einem Tag. Mit Zeitraffer mache ich locker 20.000 Stunden an einem Tag. Locker. So, lasst uns zur Landung ansetzen. Die feinen Herren hatten ja keinen speziellen Wunsch. Also würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass wir es im Hellen machen. Und irgendwo auf der groben Äquatorplane, ist eigentlich auch egal, ne? Bei Steam wird mir das angezeigt. Ja, aber ich spiele ja nicht aus Steam heraus. Ich spiele ja aus einem Ordner heraus, den ich wegkopiert habe, damit mir die Mod-Setups nicht zerschossen werden. Und das wird natürlich bei Steam nicht gewertet. Kaufe Modelle meiner Raketen für günstige 2000 US-Dollar? Echt? Tue ich das? Wo ist meine Beteiligung an diesen Modellen?
Oh, die Landung natürlich. Die Landung. Meine Güte. Okay, lass uns ansetzen. Genau, es sind aber immer nur geflogene Raketen. Denk's an. Nur geflogene Raketen werden verkauft. So. Entschuldigen Sie bitte. Das stimmt. Ich habe nur ein paar T-Shirts und ein paar Jutebeutel im Shop. Aber ich habe gesehen, dass die an Zuschauern sehr gut aussehen. Kann man eigentlich Bilder posten und zeigen? Du kannst den Neo oder Crazy oder Mickey vorher um Erlaubnis fragen. Dann geben die dir ein Permit und dann kannst du auch einen Link posten. So. Noch ein bisschen Zeit. Also wir haben eigentlich mehr als genug Delta V, um das Ganze ziemlich entspannt anzulanden. Und dann noch den halben Start wieder zu machen. Wichtig ist nur, dass wir darauf achten, dass die Typen hier glücklich sind am Ende der ganzen Nummer. Die müssen Situation Landed gehen. So, die haben den Moon schon mal abgehakt. Okay, dann let's rock and roll, würde ich sagen. Ist gar nicht so eben der Boden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich bremse mal ein bisschen eher. Gefährlich nach diesem Krater aus, ne? Würde ja mal die Sinkgeschwindigkeit etwas gegensteuern. Aus. Ich glaube, wir kommen gut rein. Oh, ein Saturn 5 Aquarell. Ich werde mir das gleich mal angucken. Ist gerade jetzt nur ein schlechter Zeitpunkt. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis, Morph. Nur jetzt gerade. Okay, ich lasse uns durchsacken. Wir sind schön langsam. Ich glaube, da ist auch gerade genug, dass wir das eventuell sogar stehen können. Eventuell. Ich habe halt nur so ein kleines Reaction, also das kleine Reaction Wheel. Sind schon relativ starke Reaction Wheels in der Kapsel drin. Aber ich habe halt noch relativ viel Gewicht, weil ich den großen Tank dran habe. Wenn der Boden glatt genug ist, müssten wir aber auf den vier Düsen relativ gut stehen können. Die Frage ist halt, wie viel Bodenwelle wir abbekommen. Wenn es safe ist, gerne auch mit einem kurzen Zwischenstopp. Aber eben nur, wenn es safe ist. So.
Fahrzeug steht. Eieiei. Okay. Jetzt kann ich mir auch Aquarelle angucken. Nice. Sieht gut aus. Ist das komplett selber gemalt? Also Respekt, ich bin sehr unbegabt, was Kunst angeht. Also ich hatte in Kunst zu Recht immer eine 4. Ich habe zwei linke Hände, alles Daumen für Crafting und für Malen. Das sieht richtig gut aus. Sieht wirklich gut aus. Schönes Bild. Sehr, sehr schönes Bild, Morph. Also von jemandem, den man leider als Kunstbanausen und untalentiert einstufen muss, auf jeden Fall höchsten Respekt an Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Dass du das so schön gemalt hast. So, sieht aber gut aus. Also die Rakete steht und Travis, vielen lieben Dank für 100 Bits. Dankeschön. So, genau, und der Boden ist eben genug, dass man auf seinem Triebwerk parken kann. Und die Typen sind auch glücklich. Das heißt, wir müssen jetzt noch die... anderen Typen hier in einen Minmus-Fly bei unter 30 Kilometer bringen und die hier auch in einen Minmus-Fly bei unter 30 Kilometer. Und dann können wir nach Hause. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder starten. Das machen wir einfach mal. Oh ja, abmessen und dann noch, oh Gott. Das heißt, du hast auch noch versucht, so die Größenverhältnisse gut genug hinzubekommen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal super herausfordernd. Also wir starten Richtung 90 Grad. Und dann geht's los. Naja, letzten Endes die Triebwerkslandung ist... Es ist halt eine Frage, wie sie es berechnen. Es ist halt hier relativ einfach gelöst. Die Dinge haben eine Impact-Tolerance. Wenn du sehr, sehr, sehr langsam auf etwas landest, geht's halt. Die Frage ist halt, ob irgendwann so ein Festigkeitswert dazu kommt. Weil im Moment ist ja ein Teil, im Prinzip kannst du ja 3000 Tonnen auf einem Triebwerk balancieren, wenn du nicht zu schnell einschlägst. Die Frage ist, ob dieser Wert mit dazukommen wird, weil das würde ja eigentlich jetzt die Triebwerk-Nozzles zusammendrücken, ne? Dass da irgendwie eine tonnenschwere Rakete auf dem Triebwerksnozzle draufsteht. Das ist ja eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte. So, fliegen wir mal los. So, ich nehme jetzt sicherheitshalber mal mit der Stufe schon ein bisschen höher auf. Weil ich weiß noch nicht, wie gut die nächste Stufe insgesamt performt. Ich glaube, die hat nur so 1,5 Thrust Weight. Ich hätte da gerne schon ein bisschen Abstand zum Boden, wenn ich mit der gleich zünde. Sieht aber gut aus. Also das war doch schon mal relativ erfolgreich. Und los geht's. Schicki. Sieht gut aus, die Rakete. Warum die Landebeine? Weil ich eigentlich auf denen landen wollte. Das hier war mein eigentlicher Plan für die Moonlandung. Das war die Idee dahinter. Warum Air-Intakes? Reine optische Gründe. Die Air-Intakes sind tatsächlich eine optische Entscheidung. Raketen müssen halt auch gut aussehen. Sehr schön. Das sieht doch alles relativ entspannt aus. Wir schieben hier gemütlich die Apoapsis vor uns her, beziehungsweise nähern uns ihr langsam an, bauen aber währenddessen schon ausreichend Geschwindigkeit auf. Also ein schöner Start, der nicht zu viel verschwendet hat. Und Snark, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten.
So, ich denke mal. Expedition ist abgeschaltet. Kommt, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Jetzt müsste sich das hier gleich fangen. Es wird schon sehr langsam. Ja, jetzt hat er sie. Jetzt hat er sie. So, nehmen wir ein bisschen Schub raus. So, und dann müssen wir uns mal einen Weg nach Minmus suchen. Das wird spannend. Aber wir haben relativ gute Delta V noch. Und aus. Ein bisschen, aber hat nicht mehr ganz so schlimm Nachlauf, wie sie das vorher hatte. Die Kiste, also er hat noch einen leichten Nachlauf, finde ich jetzt aber schöner gelöst, muss ich sagen, in der Version. Ich weiß gar nicht, ob das Stock oder Modding ist, aber die hatte der Nachlauf im letzten HKK zum Schluss war zu lang. Das war gerade cool. Das war so ein bisschen noch ein Nachlaufen. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass alle Triebwerke so werden, dass die noch so kurz ein bisschen nachstottern, bevor sie ausgehen. Das war schön. Das war eine schöne Länge. So, lasst mal gucken. Also, am Ende des Tages wollen wir jetzt von hier dahin. So. Heißt aber für uns auch, ja, wir können jetzt eigentlich erstmal in so eine eigene Umlaufbahn gehen, oder? Ist ja eigentlich egal. Dann können wir nämlich die Inklinationsangleiche schon mal machen. Und eventuell könnte man natürlich auch einen Schuss direkt aus dem Orbit rausnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das gut passen wird. Nope. Nope, 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 nope. Wir müssen. Und wir dürfen auch nicht ganz so viel Gas schon geben. Wir müssen ein bisschen sanfter aus der Nummer raus. So. Zack. Ganz sachte nur aus der Mondumlaufbahn. Dann machen wir nämlich hier einen Angleich. Das ist in einem Tag und zwei Stunden. Das ist okay. Dann gleichen wir hier nämlich an und machen dann einen Boost raus. Das müsste ganz gut passen. Demon, vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Ich glaube, das passt vom Manöver. Alle sind noch glücklich, alle sind noch glücklich. Check. Okay. Nochmal schön touristischer Überflug. Hier werden nochmal die Landmarken erklärt. Da waren wir schon mal. Da steht eine Fahne rum. Wupp, wupp. Knapp. Da wären wir beinahe mal gelandet, beziehungsweise abgestürzt. Ah, ich erinnere mich. Das war ein bisschen steil, die Kraterwand vom Canyon. Das war ein bisschen steil. Wir machen selber Touristik, merkt ihr das gerade? Wir machen für uns selber Touristik. Wie cool ist das denn? Wir erinnern uns der wundervollen Orte, an denen wir schon waren auf dem Moon. Und Zeitraffer uns mal wieder weiter. Um irgendwann mal dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Dein Körbel und der nächste Körbel sind, ich hatte da am Anfang was gesagt, sind auf der Warteliste für das Upgrade der des Astronaut-Komplex. Ich kann momentan nur maximal 12 Körbel haben. Und ihr seid beide auf meiner To-Do-Liste. Ich kann aber im Moment keine Körbels dazu packen. Ich muss erst den Astronaut-Komplex upgraden. Und das kostet Geld. Das Problem ist, dass ich vorher auch noch R&D upgraden muss. Und das kostet auch eine Menge Geld. Deshalb machen wir gerade diese lustige Touristikmission. Eieiei.
It may take a second. Ja, deshalb machen wir gerade diese lustige Touristikmission, um die nächste 500.000 zu verdienen. Und dann bin ich mal guter Dinge. Also dann werden wir die Yol-Mission machen und dann gucken wir mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, ob wir noch was anderes Nettes, finanziell Interessantes finden. Wir nähern uns ja langsam. Ich meine, wir sind jetzt bei einer knappen Million. Ist gerade ein bisschen teuer durch die Yol-Mission, aber... Ja, eure erste Mission, ihr seid so Geologen und Miner. Also ich denke, ich weiß schon, was eure erste Mission sein wird. Wahrscheinlich die Bodenerkundung auf Minmus. Weil wir da ja dann für den Abbau testen müssen. Sobald wir soweit sind. Wann geht's zu den anderen Planeten? Relativ bald. Also wir werden die Sonde nach Yol in 54 Tagen starten. Und den ersten Flug nach Duna in 91 Tagen. Dann geht's los. So, aber jetzt geht's erstmal nach Minmus. Fürchterlich schnell aus, wenn man so tief fliegt. Und es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt nochmal zu beschleunigen. Aber hey. Ganz viel Moon-Oberfläche. Das Minmus, glaube ich, auch zu erkennen. Das müsste sein. Auch ein sehr schönes Bild. Wuhu! Sehr schön. Das ist doch mal ein Abflug aus dem Bilderbuch. Insgesamt die Temperatur-Overlays. Raumverschiebe sehen. Nur gelernt immer nach vorne sehen. Ach Quatsch. Das sagen die doch nicht. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt hier einmal unseren Angleich fliegen. Wir haben nicht eine ganz gute Abweichung, aber so weit draußen dürfte die uns nicht so teuer zu stehen kommen. Zack. So, und dann haben wir das. Können schon mal sagen, gib uns mal
Okay, das heißt, wir können hier zu unserem nächsten Manöver warpen. Verlassen den Moon. Ah, sehr schön. 13 Science-Punkte. Das ist doch nett. So. Machen wir jetzt hier einmal den Angleich und dann gucken wir mal, dass wir eventuell das Ding über einen Radial... eine Radialkorrektur ist vielleicht gar nicht so schlecht, um uns da ran zu pressen. Mal gucken. Wir werden uns gleich was ausdenken mit dem Manöver. Und dann ist unser Deep Space Network Satellit auf seiner Apoapsis angekommen. Dann können wir den noch verarzten und in seinen Orbit platzieren. Dann kann er von da Relay spielen. Wir sind noch sehr, sehr nah am Moon dran gerade. Mal gucken. Aber der sollte uns eigentlich nicht einfangen, weil wir jetzt immer weiter nach draußen gehen. Ich mag das Triebwerk wirklich. Sehr, sehr schön zu fliegen. Gut, jetzt schauen wir mal. Also, was wir versuchen könnten, wäre im Prinzip den hier rüber zu bringen. Ist ein bisschen teuer, aber wir sind schon weit draußen. So teuer dann halt auch wieder nicht. Mr. Spanker, na? Hallo, hallo. Herzlich willkommen an euch, ihr Lieben. Was habt ihr Schönes gespielt heute? Oder hat euch der Major einfach wieder den ganzen Abend voll gelabert? Die alte Quatschbacke. Kurz ausgeannot. Ah, echt, ihr spielt Anno? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ihr spielt Anno. Bei uns läuft es eigentlich bisher ganz gut. Ich glaube, den schwierigen Teil der Touristenmission haben wir durch. Glaube ich zumindest. Ich bilde mir ein, dass es so ist. Und jetzt machen wir noch den hoffentlich leichteren Teil. Ich muss nur einen Weg nach Mimmus planen dafür. Erstmal ein bisschen unterfliegen und dann raus, oder? Ich glaube ja. Ein Tag, 5 Stunden. Das ist ein bisschen eher. Dann sind wir noch fertig, bevor die andere Mission drankommt. So, dann können wir das noch machen. Dozer, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten. Geannot habt ihr. Ich habe gehört, du hast gestern mit Gwen schon gegen den Leichtbot verloren. Wie lief's denn heute so, Mr. Strategy Game?
So. Oh, der schwerste. Ach so. Also doch Major Tryhard. Wollte schon sagen. So, wann spielst du denn mit einem einfachen Bot? Heute haben wir nicht verloren. Das ist schön. Aber du sagst nicht explizit, dass ihr gewonnen habt. Wenn ich deinen Satz spitzfindig zu Ende führen darf. Du hast nicht explizit gewonnen gesagt. Habt ihr gewonnen? Oder eher nicht so? Jetzt das erste Mal bis zu Engineers hochgekommen. Okay, also seid ihr noch am Spielen quasi. Die Piratenliste vernichtet. Ja, cool. Ich habe ewig keine Ahnung mehr gespielt. Ich glaube, das erste und das zweite Anno hatte ich mal ein bisschen gespielt. Und das ist total witzig bei mir. Ich stehe eigentlich total auf solche Spiele, aber irgendwie zündet Anno bei mir nicht. Das ist total eigenartig. Also normalerweise müsste ich bis ins Knochenmark durch Anno-süchtig sein und nichts anderes spielen. Aber irgendwie Anno funktioniert für mich nicht. Ich frage mich bitte nicht warum. Aus irgendeinem Grund zieht das bei mir nicht. Ganz, ganz eigenartig. Obwohl ich eigentlich voll das Strategiespielopfer normalerweise bin. Also ich liebe auch so Sachen wie Civilization und so. Siedler habe ich gespielt, bis ich grün und blau geworden bin, als ich noch etwas jünger war und man noch Siedler gespielt hat. Eieiei. Aber Anno, ich frage mich nicht, aus irgendeinem Grund funktioniert es für mich nicht. Aber ich finde es total schön, dass du es spielst, weil ich das Spiel sehr wertschätze. Auch wenn es mir persönlich... Also es gibt einfach viel zu wenig gute... Echt, das war mal ein Manöver? Na gut. Viel zu wenig gute Strategiespiele. Dann kommt die Sucht von ganz alleine. Ja, ich hab's ja gespielt. Also ich habe ja Anno tatsächlich gespielt. Von daher... Es ist ja nicht nur, ich hab's noch nie angefasst und deshalb finde ich es nicht gut, sondern ich hab, die neueren Teile jetzt nicht so. Das gebe ich zu. Aber wie gesagt, ich habe ja die anderen Teile gespielt, um mir ein Bild zu machen. Festgestellt, dass es nicht ganz so meins ist. So, jetzt muss ich die Stelle finden, an der ich Minmus erwische. Mein closest approach, target closest approach. Das heißt noch ein bisschen weiter. Wo bin ich jetzt drauf gekommen? Da ist er. And there is my encounter. Jetzt muss man nur noch gucken, dass der Encounter noch im Idealfall nicht in 300 Jahren erst ist. 30 Tage, das ist geschmeidig, ist aber innerhalb der Toleranzen unseres Auftrages. Also wir können so lange fliegen, sehr schön. Das heißt, in 10 Tagen ist unser Transferfenster rüber. Schwupp. Schwupp. So, und dann können wir hierhin springen. Am Freitag geht es bei dir mit Borderlands los. Das Dreier ist das dann, ne? Borderlands ist genauso auch so ein Spiel, ne? Ich bin völlig auf diesem Survival-Ding. Postapokalyptisch finde ich total gut. Aber bei mir ist es, ich glaube, das, was ganz viele Leute an Borderlands so besonders finden, diese Comic-Stil-artige Grafik, die funktioniert für mich nicht. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel KSP gespielt. Ja, cool, aber dann, Leute, ne, mal bitte, liebe Mods, einen kleinen Shoutout für den Herrn Spanker. Wenn ihr Bock habt, dann ein bisschen Borderlands zu gucken, bei einem, jetzt hätte ich bei einer intellektuellen Streamer gesagt, ich wollte sagen, bei unterhaltsam war das Wort, was ich gesucht habe, bei einem unterhaltsamen Streamer. Entschuldigung. Bei einem sehr unterhaltsamen, netten Kerl, mit dem ich auch gerne immer wieder mal zusammenspiele. Die meisten von euch sollten ihn eigentlich kennen. Aber für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, hüpft da mal rüber und folgt dem Shoutout in Richtung seines Kanals und lasst ihm gerne mal ein Follow da und guckt mal rein. Auf jeden Fall immer einen Blick wert. Und jetzt habe ich genau das geschafft, glaube ich, dass ich meine Antenne vor die Sonne halte. Für das Intellettulente, was? Intellettulente.
Das ist wie mit Nukular, das spricht man anders aus. So. Und hi Tassilo, schön, dass du da bist. So. I think we can warp to the maneuver. Und dann brennen wir das einmal und dann widmen wir uns wieder den Freuden des Tourismus. Bei Walt wird man klug. KLUK. KLUK. So. Zack. 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 Sind wir bereit? Sind wir bereit? Ist noch nicht ganz so weit. Na, 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 na. Ja, mal sehen, ob die Antenne eine Beschleunigung aushält, aber wie ihr seht, ist die Beschleunigung recht überschaubar. Wir haben knapp 1 g Belastung auf der Rakete. Scheint wohl okay zu sein. So, überraschenderweise gibt es kein Massive Scale Launches. Und aus. Ich denke, das passt so. Damit haben wir unser Raketchen positioniert. Wir sind sauber ausgerichtet. Das wird sich mit der Zeit ändern, aber alles ist gut. Wir haben noch genug Sprit, um das Ding gegebenenfalls zu repositionieren und können jetzt ins Weltall rausfunken. Also quasi Sonne, Kerbin und wir funken in Richtung der weit, weit außen liegenden Planeten. Wobei ich so das Gefühl habe, die sind alle da hinten irgendwo. Jol, Eve, Duna, oder? Würdet ihr das auch sagen? Könnt ihr das erkennen? Wenn man mal ganz genau hinguckt, finde ich, man sieht sie. Das müsste Jol sein. Grün. Eve in lila. Duna in rot. Oder? Lass uns mal auf der Sternkarte gucken, ob es so ist. Die müssten alle grob in die gleiche Richtung liegen. Ha, es haut hin. Guckt euch das an. Guck mal, wenn ich sie übereinander lege, kriegen wir relativ exakt dieses Bild aus unserer Perspektive. Grün, lila, rot. Grün, lila. Kann man die erkennen im Stream? Müsste man, oder? Rot. Voll gut. Da sind sie, unsere Zielplaneten. So, das ist erledigt. Dann auf zur Touri-Mission. Dann warpen wir jetzt mit dem zum Manöver. Dann fliegen wir raus nach Minmus. Okay, kann man also sehen. Dann machen wir unseren Flyby und danach einen relativ schnellen Schwenk zurück nach Kerbin. Dann müssten wir mit so 10 Tagen Puffer ungefähr auf dem Essen zurückkommen. Was macht das für Geräusche hier? Das ist Tranquility Base here. The Eagle has landed. Toffbee, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit deinen coolen neuen Kirby-Emojis. Dankeschön. Passiert dir irgendwas Schlimmes? Sieht alles gut aus? Dann let's rock'n'roll. So. Weil du den Overlay in den Brillen eingeblendet hast. Was? Natürlich nicht. Natürlich bin ich ein Bürger dieses Sonnensystems und weiß deshalb genau, wo welche. Ist eigentlich ist es traurig, dass ich sowas im. Oh, guck mal, wie sie wandern. Man sieht sie tatsächlich wandern. Das ist auch cool. In Time Warp habt ihr es gerade gesehen, dass Eve Yol überholt hat. Voll witzig. Großen Wagen nicht finden, aber. Ja, doch, der große Wagen ist, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich noch finden kann. Ah. Viele Subs sind wir denn derzeit? Keine Ahnung, ein paar. Ich weiß es nicht, müsste ich nachgucken. Finde ich, ist aber nicht eine der Metriken, die mir besonders wichtig ist. So, Delete on Close und Close Alert. So. Start Burn In. Ich finde das immer so ein bisschen schade, dieses. Das hatte mal vor einem halben Jahr, war das auch eine ganz große Welle, dass irgendwie alle Twitch-Streamer irgendwie bei Twitter und so weiter gepostet haben. So, ja, jetzt so viele Subs und bla bla bla.
Der einzige Punkt, der für mich als Affiliate mal richtig wichtig war, war, dass wir mal die 50 Subs zusammenbekommen wegen den Smileys. Ab jetzt ist es bei mir letzten Endes egal, weil viele der Partner nutzen das ja, um nach und nach diese Emoji-Slots freizuschalten, aber bei mir gibt es halt keine weiteren mehr. Von daher ist es eigentlich Hupe. Eigentlich Hupe. Und ich finde das immer so schade, wenn daran dann irgendwie verglichen wird, ob man einen guten Stream hat oder einen schlechten Stream. Weil ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht so hart darum bettelt oder irgendwie darauf hinweist, dass ihr bei mir subben müsst. Sondern ich freue mich, wenn ihr das tut. Aber ich freue mich genauso auch, wenn ihr einfach zuguckt und hier seid und Spaß habt an den Streams. Deshalb ist das für mich einfach nicht so eine Kernmetrik des Kanals. Es ist mir nämlich ziemlich egal. So, haben wir es ordentlich? Reicht's für einen Encounter? Ja, ich glaube, da ist einer. Ist noch ein bisschen kurz. So. Strebst du die Partnerschaft an? Ich würde nicht Nein sagen. Ich hatte das ja schon mal elaboriert. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass ich damit, also einer der Hauptgründe tatsächlich der Partnerschaft, die mich sehr interessieren würden, wäre die Möglichkeit zu haben, euch immer die Quality Options zur Verfügung zu stellen. Weil der Punkt ist halt, dass hier oben ist einfach schwierig zu lesen, wenn man unter die 1080p reingeht. Also ich spiele halt einfach ein Spiel, wo die Auflösung echt wichtig ist. Auf der anderen Seite weiß ich, dass manche von euch nicht jeden Tag eine Internetverbindung haben, mit der sie 1080p gucken können. Im Moment drei dicke, fette Kreuze im Kalender, auf Holz geklopft und einmal im Kreis gedreht. Im Moment bekomme ich sehr oft die Quality Options, weil ihr halt einfach sehr viele seid, die da sind. Und das scheint irgendwie mit in den Algorithmus reinzuspielen. Und von daher ist es eine super Sache, wenn wir das immer haben, weil dann halt einfach Leute von euch, die eventuell nicht so eine dicke Internetleitung haben, halt sagen können, okay, ich beiße in den sauren Apfel und guck's halt auf 480p. Das hier ist vielleicht für mich nur matschiges Grün, aber man kann es wenigstens gucken und muss nicht eine Diashow ausmachen. Und deshalb, ja, also ich würde nicht Nein sagen wir es mal so. Weil das ein Feature wäre, was mich sehr freuen würde. Und es hat natürlich ein paar nette Nebeneffekte. Wir könnten dann gucken, wenn viele Subs zusammenkommen. Ich werde da weiterhin nicht drum fishen oder sonst irgendwas. Dass man dann noch ein paar Emote-Slots freischaltet. Je nachdem, was sich so ergibt. Meine Güte, schwieriger Satz. So, jetzt haben wir 15 Tage bis zum Encounter, 45 noch. Das sieht gut aus. Wir können also eigentlich... Nee, beim kleinen Monitor ist es okay, aber die Zahlen werden halt irgendwann matschig. Ne? Das ist halt der Punkt. Oh, Major. Deshalb bist du hier VIP. Weil du immer so schön... Du bist quasi Nivea-Creme für meine Seele. Ah, wie er packt das in die Quotes. Was? Unable to transmit? Irgendwas konnte keine Daten übertragen. Kameras an. Sehr schön. So, und jetzt biegen wir uns das hier nochmal zurecht, weil eigentlich ist das sogar ein idealer Flyby. Das ist ein Flyby, der uns in die Nähe von Kerbin zurückzieht. Also wir fliegen ja quasi vor dem Planeten lang und der Planet zieht uns mit dem Gravity Assist entgegen seiner Umlaufbahn zurück und damit bremst er uns ab. Das sehen wir hier auch in der Auswirkung. Nach dem Flyby ist unsere Umlaufbahn fast wieder am Moon dran. Und das nutzen wir natürlich. So, wir müssen unter 30.000 Meter wollen unsere Touris. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ich finde, du hast einen echt coolen Discord. Das möchte ich, also danke erstmal dafür. Das möchte ich aber direkt mal in den Chat zurückgeben. Discord, finde ich, ist eine ganz große Community-Sache. Das
wie der Discord ist oder nicht ist, letzten Endes aber auch wie diese Chats hier, also wie die Streams sind oder nicht sind, das liegt zu ganz großen Teilen natürlich auch an euch. Weil, wenn wir mal gucken, wie viel ich im Discord schreibe und wie viel ihr so im Discord schreibt, ist das mehr eure Plattform als meine. Und deshalb, Destroyer, kann ich, also ich freue mich über dein Lob, möchte es aber einfach direkt an die von euch, die den Discord nutzen, zurückgeben und finde es auch total toll, dass ihr auch immer Leuten helft, die da vorbeikommen und Fragen zu KSP haben. Das, da war noch der Zettel einfach drin. Das ist nicht selbstverständlich und finde ich aber schön, dass ihr das macht. Und von daher, ja, finde ich auch, wir haben einen sehr tollen Discord. macht sehr viel Spaß, sind mittlerweile viele Leute und das ist wirklich schön zu sehen. Man kriegt auch immer mal wieder Sachen verlinkt. Irgendwelche Livestreams von echten Raketenstarts. Teilweise Sachen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm habe. Aber eben auch immer wieder ganz viele Neulinge für KSP, denen ihr beibringt oder denen ihr ein bisschen helft, wenn irgendwie Probleme sind, irgendwie Mods nicht funktionieren oder man eine Frage hat, wie das funktioniert, weil ich es wieder schlecht erklärt habe. Wie es halt so ist. Nicht, was denn das? Du musst Quote, Leerzeichen, Add oder sowas. Nee, Add Quote, genau, sage ich ja. Genau das. Genau das, was ich nicht gesagt habe und du jetzt geschrieben hast, crazy. So. Hier oben sieht man es. Und aus. 25 Kilometer, sehr gut. Sehr gut. Viele sollte man halt können. Ach Quatsch, ist überhaupt kein Einstellungskriterium für Mods. Das kann man hier bei mir im Kanal eigentlich ganz gut sehen. Ich suche meine Mods nicht nach Qualifikation, sondern nach Aussehen aus. Und in Crazys Fall nach Dialekt. Neo und Mickey habe ich nach Aussehen ausgesucht. Crazy nach Dialekt. So, jetzt müssen wir hier warten, dass wir reingestürzt kommen. Wir sind noch bei 28 Tagen. In 2 Tagen verlassen wir dann wieder die Minmus-Umlaufbahn. Das sieht alles ganz gut aus. Destroyer, das funktioniert nur mit einem Win und den darf man zwar posten, der wird aber, glaube ich, von den Mods wieder hart resettet, wenn er ungerechtfertigt ist. Es gibt Ausrufezeichen Winter und Ausrufezeichen Fail für die Wins und die Fails. Da ist allerdings eine manuelle Zwischenstufe, diese Hand, dazwischen geschaltet. Weil ich klicke die, ist das nicht fertig automatisiert. Ich war zu faul. Ich gebe es offen zu. Ich war einfach hart zu faul, es zu automatisieren. Ich habe hier, pass mal auf. Ich kann mal so ein Stream-Geheimnis lüften. Es ist nur von meinem Goodwill abhängig, ob das zählt oder nicht. It's not an automatic process. Oh Gott. Naja. So, 30 Kilometer, gleich müssen wir es haben. Und guck mal, wir kommen sogar am Science Station vorbei. So. Und check, das sollte reichen, oder? Ah, kurz Moment noch, gleich haben wir es. Gleich, zack. Erledigt. Jetzt müssen wir sie nur noch alle nach Hause bringen. Ich bin zuversichtlich. Was ist dieses Ding da im polaren Orbit? Ich meine, das ist ein Probe Core. Ja, ist einfach ein abgesprengter Probe Core, der mir weggeflogen ist. So. Und vorbei. Sehr schön. So, und jetzt... Lasst uns mal gucken, ob wir es rechtzeitig zurückschaffen. Wir haben 27 Tage, bevor das Essen ausgeht. Mit den Touris. Und wir haben... ein ganzes Stück zurück. Aber wir haben auch noch sehr, sehr viel Sprit im Tank. Also lasst uns einfach mal gucken, würde ich sagen. Orbit, Retrograd und feuerfrei. So, wir bremsen das jetzt einfach wirklich hart runter.
Mal sehen, wie schlimm es wird. Ich rechne so mit 12 Tagen normalerweise. 12 bis 14 ist eigentlich so der typische Rückflug aus einer Mimbus-Umlaufbahn. Das heißt, wir mussten eigentlich noch gut zeitlich im Lot sein. Also noch ein bisschen unter 12. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann bremsen wir noch ein bisschen. Wir haben nämlich den Sprit noch. Dann werden wir uns wirklich in den Orbit einbremsen und eine sanfte Landung machen. Innerhalb der EU immer vom Gesetz gleich behandelt wird. Also du bist innerhalb der EU EU-Ausländer. Also von daher, du hast, glaube ich, das Recht der Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber du bist nicht ein Staatsbürger. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fahre jetzt nach Spanien und arbeite da, dann gibt dir das gewisse Rechte, das zu tun, das EU-Recht, aber du bist deswegen kein Spanier, wenn das deine Frage ist. Also ich vermute, auch ohne ein Jurist zu sein, dass es rechtliche Unterschiede zwischen dir und einem Spanier gibt. In Spanien. Soweit sind wir noch nicht, dass die EU... Ich hoffe, dass der Tag irgendwann kommen wird, wo all diese lustigen Länder, die wir zurzeit haben, nur noch so Bundesländer der EU sind, quasi. So wie heute Brandenburg oder Sachsen oder so. Ah, ganz schlechtes Beispiel. Ah nee, wir können das Beispiel einfach weiterspringen. Genau. So wie Brandenburg oder Sachsen, dann später halt Polen oder Ungarn oder so. Wo wir gerade bei Nazi-Regierungen sind, was? Aber so weit sind wir noch nicht. Heutzutage ist es schon noch so, dass das eigenständige Länder sind. Irgendein Franzose als Kanzler? Nein, danke. Und wenn? Also, ich glaube jetzt per se nicht, dass die bessere oder schlechtere Politiker sind als unsere Politiker. Brandenburg-Bashing? Zurecht. Hi, Ossi. Na? Wie geht's dir denn? Lange nicht gesehen. Vielleicht zur Erklärung, der Ossi und ich kennen uns noch von früher. Und der weiß, dass ich berechtigt bin, Brandenburg-Bashing zu machen. Als Betroffener. So. Zack. Tagen. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir hier nochmal eine Bremsung rein und suchen uns dann einen schönen Landeplatz. Und früher machen es nicht so alt. Früher kann auch letzte Woche gewesen sein, ich bitte dich. Weißt du noch, letzte Woche, als wir in der Schule Basketball gespielt haben? Ich meine, dass ich zu höheren Strafen verurteilt werden kann als der Spanier. Keine Ahnung, ich kenne das spanische Strafrecht nicht. Also bei uns, ich kann jetzt nur von unserem Strafrecht reden. In unserem Strafrecht ist es schon so, dass potenziell andere strafrechtliche Möglichkeiten bestehen, wenn du kein deutscher Staatsbürger bist. Zum Beispiel eine Abschiebung. So. Das funktioniert natürlich nicht mit Deutschen, auch wenn man sich das manchmal wünschen würde. Jetzt, ich könnte jetzt als Beispiel wieder sowas wie Brandenburg sagen, weil ich muss damit dringend aufhören. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber es ist sehr schwer, einen deutschen Staatsbürger aus Deutschland auszuweisen, weil, naja, es ist ein deutscher Staatsbürger. Du kannst ja nicht sagen, hey, will den vielleicht jemand? Das hat man früher mal gemacht, daraus ist Australien entstanden. Ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung insgesamt. Okay, ich muss damit aufhören, das ist wirklich nicht gut. Aber... du kannst natürlich, also allein deshalb gibt es einen rechtlichen Unterschied. Und jetzt ist halt einfach die Frage, wie schwer stuft man so eine Bestrafung ein? Also wenn du jetzt sagst so, hey, für Ladendiebstahl oder sowas, als deutscher Staatsbürger wärst du dafür mit einer Bewährungsstrafe, weil es das erste Mal war, weggekommen, und als Ausländer wirst du ausgewiesen, so. Was empfindest du jetzt als schwerere Bestrafung? Ansonsten bei den typischen Sachen mit Gefängnis oder sowas würde ich von ausgehen, dass das eigentlich auf dem gleichen Level liegt. Also wenn einer für
Ich vermute, dass Mord, also zumindest in einem vernünftigen Strafsystem, Mord halt einfach Mord ist. Und wenn du dafür lebenslänglich in Bau gehst, dann gehst du dafür lebenslänglich in Bau, egal aus welchem Land du kommst. Und die einzige Sache, die ich da juristisch sehe, die sich eben unterscheidet, ist, dass eben bei Nicht-Inländern immer die Möglichkeit einer Ausweisung besteht. Ne? So. Und guckt, dass ihr das chatmäßig ein bisschen sauber handelt. Eieieiei. Freunde, reißt euch da mal ein bisschen zusammen mit den Sachen. Also ich bin kein Freund von solchen weit rechts auslegenden Argumenten, um es mal so zu sagen. Und wenn ihr das diskutieren wollt, könnt ihr das gerne im Kommentarbereich von Spiegel Online tun. Aber ich würde jetzt auch Mods bitte mal, behaltet bitte mal einen Blick auf den Chat jetzt. Meine Bitte wäre jetzt einfach, dass aus allen Richtungen einfach mal alle jetzt mit Politik aufhören. Und wenn jemand meint, das sein lassen, weitermachen zu wollen, dann werden wir kurz mal ein bisschen durchgreifen. Und das hat auch nichts, um das nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, mit Meinungsfreiheit zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich entscheide, aufgrund meines Hausrechts dieses Kanals, dass ich das jetzt nicht möchte, weil das gerade richtig hochkocht. Meinungsfreiheit ist, du darfst alles sagen. Wichtiger Punkt, und das darfst du. Das heißt nicht, dass du nicht mit den Konsequenzen leben musst. Und das ist eine Konsequenz, die ich zum Beispiel gerade androhe, weil ich von meinem Hausrecht Gebrauch mache, dass ich das einfach nicht hören will gerade. Fertig. So. Wenn ich Ground Stations einsetze, bekomme ich mehrere Bildschirmnachrichten pro Minute. So, ja, das ist ein Problem. Das hat damit zu tun, dass eine gewisse Config-Datei fehlt. Ich glaube, der Neo kann dir da mal was verlinken. Eine Einstellung, die man machen muss, um dafür zu sorgen, dass diese Ground Stations nur noch in einem Tagestakt funken. So. Gut. Ich habe es eben nochmal freundlich angedeutet. Ich werde jetzt mal sehr, sehr deutlich Stellung beziehen, weil einige Leute hier, glaube ich, meinen, dass es okay ist. Also, ihr dürft sagen und denken, was ihr wollt, aber ich verbitte mir einfach jegliche Kommentare in eine rechte Richtung, die irgendwie davon ausgehen, ja, die ganzen bösen Afrikaner kommen und her und essen uns unseren Kuchen weg, oder die armen GEZ-Verweigerer werden ins Gefängnis gesteckt. Ich möchte so eine Scheiße einfach nicht hören. So, das ist meine ganz persönliche Meinung, und ich bitte euch, wenn das eure ehrliche Überzeugung ist, oben rechts auf dieser Seite ist dieses kleine, bekackte Herz, was ihr gedrückt habt. Drückt bitte auf den Unfollow, gebt mir nie wieder einen Sub und taucht hier einfach nicht mehr auf. Ich möchte mit solchem Gedankengut einfach nichts zu tun haben. Und das ist meine ehrliche Meinung, und da könnt ihr argumentieren, wie ihr wollt. Ich will das nicht. Es ist euer Recht, euer wirkliches Recht, das überall zu euch äußern. Es ist total okay, aber bitte geht. Punkt. Dankeschön. Freunde, muss es immer so eskalieren? Muss es denn immer so eskalieren? Ich bin gespannt, wie viele Unfollows es gibt. Aber jedes einzelne ist einfach gerechtfertigt. Punkt. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Kommen wir wieder zurück zum Raketensport. Wir bremsen uns jetzt mal in den Orbit ein. Genau, und mit den Ground Stations kommen Sie uns mal im Discord vorbei, beziehungsweise wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist, kann dir der Neo bestimmt mal eine Config-Datei posten. Wenn du die hinterlegst, dann kannst du die Ground Stations umstellen, dass die nur noch einmal pro Körbentag, meine ich, senden, und damit ist es ein bisschen ruhiger. Also ich habe diese Config hier bei mir auch liegen, deshalb kriege ich nur
in sehr unregelmäßigen Abständen oder Eintagesabständen diese Notifications quasi zugeschickt. So. Muss ich dafür tatsächlich die Ground Stations deaktivieren und aktivieren? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe bei mir die Config aktiv gehabt, bevor ich die erste Ground Station deployed habe. Deshalb weiß ich es nicht. Aber du kannst eigentlich zu den Ground Stations hingehen über die Tracking Station. Und jetzt mal ein paar Sachen aufgeholt aus einer hitzigen Debatte raus. Clayton und Abzero, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten. Und Mickey Mansel und jetzt auch der Zerschneider. Vielen lieben Dank für eure Subs. Ganz viel Spaß mit den Kerbel-Emotes und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, vorhin kam auch die Frage, das ist natürlich die Nukular-Engine, die hier läuft. Also wir fliegen sie gerade das erste Mal und bremsen uns dann ein. Wie funktioniert das Seacan-File? Das Seacan-File funktioniert so, du musst dir Seacan runterladen und installieren. Das ist ein Mod-Manager für KSP und mit dem kannst du Config-Files reinladen und ja, quasi applyen lassen. Genau, also es ist relativ selbsterklärend. Das ist dann unter Datei OpenConfig oder irgendwie sowas und da lädst du dann die Datei, die ich zur Verfügung stelle. Und dann klappt das im Regelfall ganz gut. So, wir sind fast in einem zivilen niedrigen Orbit angekommen. Ich kann die Zeit mal nutzen, um hier alles vorzubereiten. Ja, und bitte verzeiht, dass ich da bei dem Thema, das hier eben so ein bisschen aufkam, etwas leidenschaftlich bin, aber da habe ich eine sehr, 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 sehr deutliche Meinung zu und die werde ich auch nicht zugunsten von irgendwelchen Follows oder Subs oder sonst irgendwas korrigieren, wenn ich da einfach nicht mal ansatzweise mit d'accord gehe. Und als jemand, der aus Brandenburg stammt, auch es mir im Herzen wehtut, was da gerade passiert und ich wirklich sehr, sehr traurig bin, dass unsere Zivilisationsdecke offensichtlich so fürchterlich dünn ist, weil ich gehe völlig damit d'accord, dass es ganz viele Dinge in diesem wie in jedem anderen Land gibt, über die wir unbedingt reden müssen und die nicht okay laufen. Sehe ich auch so. Und dafür ist ein Dialog immer wichtig. Aber der Punkt, wo aus Politik oder der dringenden Notwendigkeit eines politischen Diskurses, der Punkt entsteht, wo Menschen entmenschlicht und entwürdigt werden, ist der Drops bei mir halt einfach durch. Also diese Diskussion starte ich nicht, weil das ist keine Diskussion. Das ist kein Gespräch darüber, dass man was verbessern muss oder sowas. Das ist ein Gespräch darüber, wie man Menschen ihre Menschlichkeit wegnimmt, um erwiesenermaßen, wie wir aus der Vergangenheit gelernt haben, sehr unanständige Dinge später zu tun. Und das ist für mich halt schlicht und ergreifend nicht diskutabel. Ne? Und ich rechtfertige mich nicht dazu, ich erkläre mich einfach nur, warum meine Position so ist. Ich gehöre nämlich, das ist mir nochmal ganz wichtig, ich gehöre nicht zu den Leuten, die generell einen Diskurs darüber und dass es andere Meinungen gibt, ablehnen. Im Gegenteil, ich sehe das schon auch sehr, dass es ganz, ganz viele Dinge auch auf EU-Ebene gibt, über die wir dringend mal sprechen sollten, weil sie halt einfach nicht gut laufen. Also die Art und Weise, wie Demokratie auf EU-Ebene gelebt wird, ist indiskutabel. Punkt. So. Aber eben auch die gesamte Einwanderungspolitik der EU ist indiskutabel, weil das halt willentlich den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Und der wichtige Punkt ist dabei den Tod von Menschen. Es steht nicht zur Debatte, welche Hautfarbe jemand hat oder aus welchem Land der kommt oder was seine Gründe sind, irgendwo hin zu migrieren. Ist völlig egal. Der Punkt ist, wir haben nicht das Recht, irgendjemanden irgendwo ertrinken oder erfrieren oder verhungern oder sonst was zu lassen.
Das ist halt einfach, das ist nicht Teil einer politischen Meinung, das ist menschenverachtend. Da ist halt einfach politische Meinung zu Ende und Menschenverachtung beginnt. So. So. Jetzt aber nochmal in Richtung Landung. Also das nochmal zur Erklärung, warum ich da so viel vorgehe. Vielen lieben Dank für 100 Bits, lieber Scherabel Pablone. So, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir den Hobel nicht zu weit vom KSC aufsetzen, aber eigentlich ja, schon in Richtung Wasserung. Ah, shit, ich habe den alten Ballon wieder rausgebaut, ne? Ich habe ihn wieder drin. Ah, verdammt. Okay, hoffen wir, dass ich nicht absaufe. Alles gut, Damon, alles gut. Man ahnt ja nicht immer, was für Diskussionen man aufmacht. Von daher, shit happens. Und ich habe ja nicht gesagt, du, ihr werdet jetzt gebannt oder sowas, sondern ich habe lediglich meinen Punkt mal dargelegt, wie ich das so sehe und warum ich darauf so reagiere. Ne? Das ist ja einfach der Punkt. Man rechnet ja nicht immer mit dem, was man sagt, dass das dann so eine Welle gleich schlägt. Also, um Himmels Willen. So Diskussionen entstehen ja halt auch ganz oft, oder so wilde Diskussionen entstehen ja ganz oft auch ohne, dass man da irgendwie hin wollte. So. Bisschen noch. Warum nicht an Land packen? Theoretisch könnten wir auch an Land runtergehen. Ja, ich habe nur so ein ganz ungutes Talent, diese blöden Berge immer zu treffen. Und dann runter zu rutschen und dabei zu explodieren. Das ist mein großes Talent. Ansonsten wäre natürlich diese Landzunge hier ideal, um das Ding zu landen. Aber wie gesagt, ich bin zielsicher immer hier. Und dann rutsche ich irgendwo einen riesigen Berghang runter. So. Und das ist dann meistens etwas ungünstig. Jetzt müssen wir mal schauen, dass alles eigentlich soweit I.O. Ich bereite das Ding mal für... Aber eigentlich kann das sogar draußen bleiben, dann bremst das sogar ein bisschen mehr. So, wir sind schön langsam unterwegs. Wir kommen jetzt rein in die Atmosphäre. Ich denke... Was gibt's bei mir eigentlich zum Trinken? Jetzt gar nichts mehr. Ich hatte eine Mio Mio Mate, aber die ist jetzt alle. Und deshalb gibt's jetzt gar nichts mehr. Ich hätte mir vielleicht noch eine Wasserflasche mitnehmen sollen. Aber hey, hinterher ist man erwiesenermaßen immer schlauer. Zack. Und Retrograde und Surface. So. Should be safe. Damit müssten wir... Genau, das sind auch Bremsklappen. Es sind sehr schlechte Bremsklappen. Tatsächlich ist es aber so, dass Solarpaneele in hohen Atmosphärenschichten, auch bei echten Satelliten, schon einen signifikanten Einfluss auf den Atmospheric Drag haben. Ja. In tieferen Atmosphärenschichten reißen sie dann natürlich einfach ab. Ein Oettinger probieren? Ich habe schon mal Oettinger getrunken. Das ist das Bier, was man trinkt, wenn man kein Geld für Bier hat. Als ich in der Ausbildung war, habe ich zum Beispiel öfter mal Oettinger getrunken. No offense meant. Ist nicht so mein Bier. Oettinger hat ein gutes Attribut und es kostet nicht viel. Die Landebeine hätten noch raus können für das Aufsetzen. Ja, ich glaube nicht, dass da irgendwas sinnvoll unten ankommt, ehrlich gesagt. Na? Nicht auf meine Flugbahn. Darf ich ja eigentlich auch angeben? Klar, natürlich. Den Falcon 9 Start zum
Aussetzen des Starlings tatsächlich live sehen dürfen. Cool, warst du in Amerikaland und hast dich beim Start positioniert? Also hattest du den Social Media Invite, geben sie ja, glaube ich, nur an Amerikaner raus. Aber du warst dann wahrscheinlich in Florida gerade im Urlaub und hast dich halt einfach außen, wo die ganzen anderen Menschen immer stehen, ne? Auf dieser Landzunge da wahrscheinlich an Cape Canaveral hingestellt. Ja, cool. Und wie laut war's? Ich stelle mir vor, sehr laut. Ja, das ist auf jeden Fall something to totally brag about. Würde ich auch machen, wenn ich da gewesen wäre. Um Himmels Willen. Na klar. Ich glaube, das kann man auch auf einer Videoaufzeichnung. Also es gibt ja viele gute Aufzeichnungen, auch mal von so Leuten wie Everyday Astronaut und so weiter. Der hat ja auch eine total coole Aufzeichnung vom Hopper gemacht. Und ich glaube trotzdem, selbst eine 4K-Aufnahme mit Kopfhörern auf ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Ah, gut getimt. Wir sind nicht so weit raus aufs Meer. Jetzt hoffen wir mal, dass der Rest gut funktioniert. Höhe ist noch okay. Bremsfallschirm ist schon safe. Let's hope the best. Und ich hoffe auch mal, dass die Kapsel nicht irgendwie absäuft oder irgendwas Komisches macht. Aber eigentlich schwamm sie letztes Mal auch ohne aufgepustet zu werden. So, Bremsfallschirm raus. Bremsfallschirm deploy. Andere Fallschirme hinterher. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Wir haben ja noch eine Yule-Probe zu bauen. So, dann hoffen wir mal, dass wir mit dem Full Deploy auf eine Geschwindigkeit runtergehen. War das nicht ohne Heatshield? Nee, eigentlich ist der Impact... Also wir können das Heatshield auch gleich noch abwerfen, ja. Impact Tolerance ist 6 Meter für das Ding. Zack. Heatshield brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir sind langsam genug. Und jetzt lassen wir uns ins Wasser sinken. Und hoffen einfach mal das Beste. Weil eigentlich... Und ich meine, wir hatten sogar den Heatshield noch dran. Als wir das letzte Mal so seitlich gelandet sind. Das war eigentlich okay. Schauen wir mal, was das Leben dazu sozusagen hat. Okay, und ich hatte vorhin mitbekommen, der allgemeine Konsens im Chat war jetzt, wir starten auch ohne die Aufträge die Yol-Sonde. In der Hoffnung, dass wir bis dahin... Dass wir bis dahin, wenn die da ist, die Aufträge bekommen haben. So, das müsste eine ganze Stange Geld sein. Genau, also die Aufträge kann man dann natürlich nicht mehr kriegen, wenn man es erledigt hat. Der Punkt ist aber, dass wir bis nach Yule raus gute 2 Jahre unterwegs sein werden. Die Max, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Wir werden da 2,5 Jahre unterwegs sein, denke ich mal, gut und gerne. Langweilig erfolgreich. Was heißt denn hier langweilig erfolgreich? Ich habe immer riesen Angst um die Tugis. Landing on Moon Ribbon, was? Weil du warst noch nicht auf dem Moon gelandet. Was ist denn los mit dir? Wir holen uns jetzt mal trotzdem eine Sache noch. Ach, guck mal, 1,5 Mille. Das geht doch voran. Ich möchte einmal nämlich... Echt, sind es 5 Jahre sogar? Es dauert auf jeden Fall ewig. Es dauert auf jeden Fall ewig, bis wir an Yule sind. Na, was ist jetzt los? Oh nein, der olle Bug schon wieder. Nose. Den hatte ich schon mal. Da gab es irgendeine wilde Taste für... Im Cheat-Menü war irgendwas, ne? Debugging, ne, irgendwo... Input-Logs, Clear-Input-Logs, irgendwie sowas, ne? Ja, damit geht das.
was auch immer das war. Das ist schon mal passiert. Ich wollte zur Raumstation hoch und gucken, ob wir Wissenschaftspunkte aus der Station holen müssen. Man darf da noch nicht mal aussteigen. Tja, hat er nicht für bezahlt. Da müsste nämlich ein bisschen Wissenschaft drin sein. Ich will die nur rechtzeitig lernen, damit die nicht sinnlos vor sich hin forscht. Und dann gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, kann ich meine Raumstation bitte zurückhaben? Was machen Sie da? Ah, 436, sehr schön. Transmit! So lange ein bisschen Livecam von der ISS. Ja, mit Ausleer ist noch eine sehr kleine ISS. Die innerste Jungmund ist interessant. Die sind alle relativ interessant. Ein Plan wäre es natürlich, eine Probe zu haben, mit der man relativ viele davon besuchen kann. Da müssen wir mal gucken. Ionen-Engines habe ich leider noch nicht. Wir werden also nukular fliegen müssen. Also das ist der einzige halbwegs effiziente Weg, den ich hinbekomme. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Ich sehe auch nicht vor dem Start nach Jol, wie wir noch sinnvoll an die Ionentriebwerke rankommen. Ich gucke gleich nochmal in Science Tree, aber ich meine, es ist in der 500-Punkte-Kategorie, also 550. Und dafür müsste ich erst das Upgrade machen. Und ich sehe nicht, wie ich so schnell... Mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Mir fällt nicht ein, wie ich so schnell 3,5 Millionen, also jetzt noch 2 Millionen zusammenbekomme. Das wird noch einen Moment dauern. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir es nukular fliegen. Wir haben 13 Tage noch. Was machen wir hier zurzeit an Wissenschaftspunkten? Wir machen 9 pro Tag. Das ist okay. Wir könnten hier mal, wenn die leer gepumpt ist, mal einen Alarm einrichten, sauberkeitshalber. Ach, das Betanken ist gar nicht das Problem. Also wir schießen die ist ja relativ leicht. Die schießen wir in einem Schwung hoch. Ich glaube, das Hauptproblem wird halt die Funkverbindung. Und doch, es gibt Aufträge, mit denen kann man eine ganze Menge Geld verdienen. Wir haben ja gerade einen solchen Auftrag gemacht, also 3 Touristenaufträge verteilt, gemeinsam. Und jetzt machen wir hier Science at Alarm. In 55 Tage, bis er voll ist. Okay, das dauert also eine Weile. Ach Gott, irgendwie. Eieiei. Das soll nicht knacken, oder? Das war nicht gut. So, jetzt gucken wir einmal kurz im Science Tree wegen der Ionentechnologie, aber ich meine, die ist auf 550 Punkten. Ich bin mir relativ sicher. Erster interplanetarer Kandidat ist Eve. Eve ist auch ein super interplanetarer Kandidat, tatsächlich. Ich glaube, ich hatte es bei mir nur nicht drin, weil das Fenster nach Eve war noch relativ weit. Wie weit ist es jetzt noch? Jetzt ist es noch 96 Tage. Wir können es mal mit reinnehmen. Potenziell, aber ich würde... Achso, ja, genau. Wir können zwar, nee, brauchen wir noch nicht mit reinnehmen. 376 Tage ist noch echt lange hin. Der Punkt ist, dass für Eve auch relativ bald Aufträge kommen müssten. Und die will ich mir wirklich nicht versauen. Die will ich mir wirklich nicht versauen.
Hier wollten wir reingucken. So. Genau, wir haben jetzt hier irgendwo nämlich, da ist es doch, oder? Nee, hier unten. Iron Propulsion. Da ist es eigentlich drin. Das Problem ist halt jetzt, das kostet 550 und ich muss jetzt upgraden, bla bla, mir fehlt 2 Mille. So, wir können mal gucken, was Mission Control so sagt. Minmus Orbitalstation ist eine tolle Sache, kostet aber auch einen Haufen Kohle. Ach, guck mal da. Orbital Survey of Ike. Sig-In-Scan-Data. Material Study. Magnetometer-Scan. Mitnehmen. Alles, was irgendwie mit Duna zu tun hat, mitnehmen. So. Das Problem ist, dass die hier halt nur begrenzt weit hochstecken können. Also diese Verträge. Das wird nicht so endlos viel bringen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier Sunset the Surface of the Moon. Kerbin landed. Direct Cycle Nuclear Turbojet. Ich krieg den doch, oder? Ich krieg den doch als Bauteil zur Verfügung gestellt. Klar testen wir den für knapp über 90.000, um Himmels Willen. Landed at Kerbin nicht. Ich muss gerade doppelt und dreifach lesen. Gib mir mal okay, dass das okay ist. Lest mal bitte auch ganz genau. To perform the test, activate the part through the staging sequence when all test conditions are met. Kerbin landed. Das ist quasi auf dem Launchpad. Okay. I'm willing to do this. Ich dachte das auch mal. Okay, jetzt ist zu spät, der Patsch. Jetzt müssen wir rausfinden, wie es funktioniert. Nachdem es in der Luft war. Ja, das ist ja nicht das Riesenproblem. Das kriegen wir ja hin. Das kriegen wir ja hin. Okay. Dann können wir da noch diese Decoupler ranbauen, wenn wir gleich was Landed at Kerbin machen. Also, nach dem Satelliten. Medical Emergency on board of Kerbin Space Station 1. Kerbin ist krank. Ah, nicht für 50.000, ehrlich nicht. Eleven Kerbins. Map 20 Asteroids endangering Kerbin with the Sentinel Infrared Telescope. Reach designated orbit with minimal deviation. Okay. Map 20 Asteroids. Jawohl, das ist doch... Wow, na klar. Auf jeden Fall, ich habe das noch nie gemacht. Aber auf jeden Fall machen wir das. Die Anzahl... Manche Missions kommen von Mods, ja. Ich habe ein paar Contract Packs mit installiert. Bases and Stations ist mit drauf und Tourists ist mit drauf. Freunde, das hier ist doch... Das hier ist doch... Eine Mission nach unserem Geschmack. Okay, jetzt bauen wir aber mal die Yold Probe. Das war ja erstmal unser Ziel. 20 Asteroiden mappen. Das ist doch hoffentlich lösbar, oder? Das ist doch hoffentlich lösbar. Also vielleicht braucht das eine Weile, aber das war über eine Mille, Leute. Ja, ich habe die Moonbase gelesen, aber die Moonbase ist sehr aufwendig. Die Moonbase braucht sehr viele Leute. Da waren 11 Kerbels. 11 ist sehr, sehr groß. Und ich brauche sehr... Also die Kohle reichte nicht aus, um zu rechtfertigen, wie viel ich dafür landen muss. Da hätte ich keinen Gewinn mehr gemacht wahrscheinlich. Eher im Gegenteil. Hätte ich wahrscheinlich sogar draufgepackt, genau. Draufgezahlt. So, wir fangen wieder mit dem Probedyne an. Das ist eigentlich... Ja, cool ist sie auf jeden Fall. Aber ich muss ja auch Geld verdienen. Das ist doch hier nicht zum Spaß. Das ist doch hier kein Science-Dingsbums. So, Yol Explorer 1. Okay. Also, wir probieren uns mal aus.
Das ist doch Colonization. Ja, richtig, das ist Colonization. Aber ich habe den Moon immer nur benutzt, um zu lernen. Ich werde Minmus kolonisieren. Mit der Idee, also kolonisieren. Ich überlege tatsächlich diesmal nur eine automatisierte Bodenbasis zu bauen. Ich will die mal. Wir haben halt uns im alten Colonization habe ich mich sehr lange mit Mond und, also Moon und Minmus aufgehalten. Und ich will jetzt nicht wieder 3 Jahre spielen mit Moon und Minmus, weil das ist exakt das, was wir schon getan haben. Ich würde relativ schnell gucken, dass wir eigentlich die Grundlage schaffen, um den Weg nach Duna zu suchen. Also eigentlich ist mein Ziel, beim nächsten Duna-Startfenster wirklich mit einer Kolonie loszugehen. Gegebenenfalls auch Richtung Eve mal einen Blick zu werfen. Vielleicht auf Gilly eher oder so, aber mal gucken, irgendwie so in die Richtung. Ich möchte eigentlich wirklich schnell diesmal interplanetar gehen. Einfach um nicht zu lange hier im System rumzutüdeln. Also wir werden auf Minmus was hinbauen, aber es wird nicht die Riesenkolonie werden, denke ich mal. Sondern ich möchte schon mich mit der Herausforderung interplanetar beschäftigen, weil wir müssen ja üben, wie das funktioniert, Freunde. Denn KSP-2 ist was, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nur noch. Herzinfarkt. Und dann müssen wir interstellar reisen können. Wir haben viel, viel zu lernen. Viel zu lernen. So. Strom. Ich mache erstmal einen guten Strompuffer wieder ran. An das Teil. So, dann kommt auf jeden Fall auch ein Inline Stabilizer. Zack. Jetzt überlege ich gerade, machen wir die große Relay-Antenne ein T. Ein Terra ist. Kilo ist 1000, logischerweise. Ich überlege gerade, sind die Umrechnungen korrekt? Eigentlich ja. So, und wir hatten jetzt ein paar hundert Milliarden. Millionen. Milliarden. Ja, das haut eigentlich hin. Also eigentlich müssten wir mit der 1-Terra-Antenne klarkommen. Die Überlegung wäre nämlich, dass das optisch ein bisschen schöner wäre. Und es hatte auch ein bisschen. Es hätte auch ein bisschen was. Ich zeig euch mal optisch, worauf ich hinaus will, warum ich darüber nachdenke. Also eigentlich müsste es reichen. Ja, alles gut. 10 hoch 12. Ja, 10 hoch 12 hilft mir nicht. Ich muss das ein bisschen feiner zerlegen in meinem Kopf. Die Überlegung wäre nämlich, sowas in die Richtung zu tun. Achtung, das nachfolgende Programm verzögert sich um ca. 1 Milliarde Stunden. Weil ich nicht gut darin bin, das zeitlich zu tun. Dass wir hier so ein... Einfach auch, weil ich es total... kennt ihr diese Schirmmützen mit dem Propeller oben dran? Ich find's voll gut. Und dann würde es halt sich auch so schön drehen. Es ist so gut. Und ich würde es halt jetzt zurechtschieben. Das wollte ich nicht. Dass wir einfach sagen, wir nehmen das Inline mit rein. Zack. Und haben hier so ein... Ja, ich könnte auch einfach im Wiki nachschlagen, aber ich finde es viel spannender, das mit euch auszudiskutieren. Dafür seid ihr doch hier, oder nicht? Wenn wir hier diese supergeile so Carlsen auf dem Dach Propellermütze... Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige. Ich bin nicht so gut mit Kinderbüchern. Nummer machen. So eine Schirmmütze zum Geburtstag geschenkt. Wir nehmen dieses super tolle, stylische. Also zum einen ist es ein Experiment. Das macht total Sinn. Was heißt denn hier Klippen? Hier ist nichts geklippt. Das ist oben angebaut. Ich habe es nur ein bisschen zur Seite geschoben, um es zu zentrieren. Aber hier ist nichts geklippt. So, und dann haben wir nämlich, das ist zum einen sehr effizient, also ich finde es halt sehr effizient, diese Antenne zu nehmen, weil sie ist ein Experiment und sie ist gleichzeitig, also wir können nach Flüssigkeit suchen, das ist ja ein Soil Moisture Scanner, also nach Feuchtigkeit im Boden suchen.
Und gleichzeitig können wir noch sagen, ja, wir wollen auch noch All the Signs übertragen mit unserer super tollen Riesenantenne. So, und jetzt muss ich mal Universal Storage. Haben wir denn mittlerweile? Yes. Haben wir. Okay. Six Bay Core, Four Bay Service Core. So, dass wir mit dem Ding hier arbeiten. Quad. Und das hat ja auch ein Fairing, ne? Cool. Sehr schön, das gefällt mir. Dann können wir jetzt hier nämlich Experimente einbauen. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also. Das ist der Hut von Dr. Gadget. Sehr schön. Also auch eine sehr, sehr schöne Analogie. Der Hut von Dr. Gadget. Hervorragend. Okay. So, für Notfälle sollten wir auf jeden Fall eine Fuelzelle nachher noch in Erwägung ziehen. Aber ich fange mal mit den guten Sachen an. So. Hä? Ist das richtig? Ja, ist richtig. So, ich überlege gerade, wie wir es machen. Ich würde hier oben erstmal eine Tirade dieser Instrumente bauen, die wir nicht einfach so wieder herbeiführen können. Wie ist denn das? Hier sind ja zwei drin. Nee, das nicht. Das hier. Sind hier auch zwei Ladungen drin? Ja, two experiments, sehr schön. So, das heißt, wir hätten hier von beiden jeweils two experiments. So, damit könnten wir achtmal Material Bay machen und achtmal Goo. Warum nehme ich so viel mit? Ich fliege ja unbekörbelt, also wir fliegen ja mit einer Sonde. Ich kann die Dinger nicht resetten. Wenn die verbraucht sind, sind die verbraucht. Das heißt, die sind auf jeden Fall ja so ein bisschen Fire and Forget und ich rechne damit, dass ich relativ viele Szenarien habe, in denen ich messen will. Also ich werde versuchen, verschiedene Szenarien an Yol, also High Over und natürlich Space Near. Mal gucken, ob wir einen Vorbeiflug hinbekommen. Und ich will natürlich so viele Monde wie möglich auch noch mitbekommen. Und ich habe immer zwei Szenarien und Yol hat ein paar Monde. Deshalb auf jeden Fall diese sehr hohe Ausstattung mit Material Base und den Goo-Units. So. Jetzt zum nächsten. Wir werden noch, genau, einmal die Atmospheric Science Unit. Die brauchen wir aber nur einmal. Because of, naja, wir brauchen sie halt nur einmal. Ne? Solarpartikel Collector kann man immer mal machen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nur die Sachen mitnehmen. Also Solarpartikel geht auf jeden Fall. Der ist aber auch begrenzt, ne? Max Samples 4. Witzig, dass es hier nicht dabei steht. Max Samples 4. Reichen uns 4 Samples? Ich denke nicht. Ich denke, wir nehmen das Experiment mehrmals mit. So. Wir nehmen das mehrmals mit. In deinem Speicherstand funktionieren die beiden Experimente nicht. Das ist traurig. Moin, Andi, ne? So, dann haben wir auch 12-mal Solar Particles. Das sollte reichen. Sollte sowas von reichen. Die Überlegung ist, machen wir wirklich so viel?
Zack. So. Gehen hier auch erstmal quatsch. Oh, das wird doch eine relativ große Sonde, muss ich sagen. Ist gar nicht mit gerechnet. Natürlich fehlen Booster. Oh nein. Orbiterteleskop auf jeden Fall. Wir brauchen sowas von Bilder. So, der ist auch zwei groß. RWPS-Antenne, die machen wir auch. Die andere Seite, die ist nämlich auch ein bisschen was größer. Huch, das sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube nicht, dass die so gut ist. Ah doch. Okay. Ah, ich dachte, die piekst da irgendwie nach oben durch. Aber das ist okay. So, dann wisst ihr, was wir jetzt machen. Wir nehmen den Schmodder hier einfach weg. Können wir da gleich noch Batterien reinpacken. Ich will nur noch gucken. Imaging-Plattform, die nehmen wir noch mit. Zack. Und wir hatten noch gesagt, ist kein Thema. Global Orbit Radiance Experiment Satellite Gossard can only be used from high orbits. Jo. Machen wir. Scheint neu zu sein. Gekauft. Thermometer habe ich mit dabei. Die sind in der Atmospheric Science Unit mit drin. Den haben wir schon. Genau, hier ist Thermometer und Pressomat mit drin. Aber hier haben wir den Atmospheric Fluid Spectrovariometer. Den können wir ausprobieren. Der wird schwierig werden, um es mal so zu formulieren. Weil für den müssen wir durch die Atmosphäre tauchen. Aber es wäre eine nette Herausforderung. Kannst du nicht das Gerät mitnehmen, was Asteroiden findet? Doch, schon, aber ich will ja aus... Ich muss ja in einen ganz bestimmten Sonnenorbit für den Auftrag. Und deshalb würde ich das... würde ich das ungern hier machen. Aber wir könnten überlegen, ob wir zwei Satelliten in einer Rakete starten. Dass wir die übereinander stacken. So, willst du tauchen? Nee. Also tauchen in die Atmosphäre, ja. Eventuell will ich kurz ein bisschen in die Atmosphäre rein scrapen. Also ganz, ganz oben. Einfach um erste Messungen machen zu können. Tja, nehmen wir eine Vielzahl mit oder nicht? Für Notfälle wäre es ja nicht schlecht, ne? Der Robotwurm. Sehr gut gemacht, Snake. Sehr gut. Nutz es reichlich. So, die PEM Fuel Cell benutzt Oxygen und Hydrogen. Beides dran. Gut, dann machen wir noch eine Batterie ran, die sich gewaschen hat. Und da auch noch. Wo ich gerade noch überlege, vielleicht gibt es noch schöne Experimente, die wir da irgendwie dazwischen geklatscht bekommen. Dafür müssen wir unten sein.
Gamma Ray Spectrometer könnte man natürlich noch mitnehmen, ne? Der Accelerometer ist es nicht. Wollen wir den noch mitnehmen? Moin, Windzähler. Gravioli-Detektor. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Gravioli-Detektor schon habe. Nur für den Boden. Aber wir könnten das Gamma-Ray... RWPS habe ich schon. Das Gamma-Ray-Spektrometer und die Spektral-Imaging-Plattform hatte ich auch schon irgendwo, ne? Ja. Ja, ach, lass uns die noch mitnehmen. Genau, du hast verpasst, wie ich eine Sonde baue. Sehr, sehr länglich eine Sonde baue, wie es halt immer so ist bei mir. Sehr länglich. Ich schäme mich für nichts. Und ich entschuldige mich auch nicht für nichts. Nicht für nichts. Ja, genau. Ich entschuldige mich auch für nichts. So. Oh, ich hoffe, der passt da rein. Eventuell muss ich ein bisschen klippen. Nur ein bisschen. Ah, ja, ein bisschen muss ich klippen. I'm sorry, Bro. Aber das sieht sonst scheiße aus. So. Oh, wir sind so wissenschaftlich unterwegs. Wir sind so vollgepackt mit Instrumenten. Das Ding ist richtig teuer, aber es wird sich halt auch richtig lohnen. Eieieiei. Okay. Jetzt lasst uns mal gucken. Der Wöllermenser. Was? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Was kostet eigentlich dieses andere Winzig-Triebwerk? Weil eigentlich ist die Kiste ja super leicht, oder? 5 Tonnen. 3 Tonnen. 5 Tonnen? 3 Tonnen. Eigentlich wiegt die Kiste ja nichts. Hast du das Experiment zweimal drin? Welches Experiment habe ich zweimal drin? Das hier? Echt? Oh. Danke für den Hinweis. Das wollte ich nicht. Ja, da war ich noch in der Verteilung. Guter Punkt. This was not my intention. Ja, dann müssen wir uns noch mal ein bisschen... Nein, schiebe! Na. Come on. Danke. So. Das sollte jetzt gut genug sein, dass man die Türen zubekommt. Perfekt. So. Ah, die Frage ist, wollen wir es damit probieren? Der ist halt wirklich mit 4 kN nicht besonders stark, aber wir brauchen halt auch nicht viel. Die Frage ist, ist es uns 26.000 wert, das zu tun? Was nimmt der für? Liquid Hydrogen ist sein Lieblingsfuel, aber das werden wir nicht. Ach komm, was soll der Geiz? Ich kauf den jetzt mal. Sonst werden wir es niemals rausfinden, oder? Vielleicht ist er ja ganz nett dafür.
Vielleicht ist er auch eine fürchterliche Idee. So. Die Frage ist, kann ich eventuell... relativ wenig, relativ viel erreichen. Liquid Fuel, 700 Delta V, das ist quasi nix. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Auto, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den Curly Modes. Dankeschön. 3000 Delta V kann man schon mal machen. Dann hätten wir auch ein bisschen Fläche, um Solarsegel und sowas anzubauen. Und ich glaube, das Ding ist auch Stromerzeugung gleichzeitig. Da ist ein RTG mit drin. Aber es hat vor allen Dingen auch Waste Heat. Vielleicht müssen wir ein bisschen... Wie viel kann man das gut ablesen, was der erzeugt? Nuclear Thermal Reactor. Okay. Tatsächlich. Da ist Plutonium drin. Jemand hat da Plutonium reingepackt. Wer macht denn sowas? Okay. Maximum Waste Heat Radiated. Ja, der hat seine eigenen Heat Panels, ne? So, der macht, wir gehen jetzt einfach auf dem MK1 aus, 60 Kilowatt weg. Richtig? Das sind Megawatt. Müssten 60 Kilowatt sein. Und der erzeugt Heat Rating, Waste Heat Rating 400. Schwierig. Erst beim Start bemerkst, dass du Plutonium dabei hast. Yes. Das wäre ungünstig. Wir nehmen mal sicherheitshalber zwei kleine Thermalkontrollsysteme mit. Die müssten eigentlich, die schaffen 50 Kilowatt das Stück. Nochmal. Eigentlich sollten die ausreichen. Und im Zweifelsfall die Bude hier zu kühlen. Aber ich gehe auch davon aus, dass er das ohne mich schafft. So. Automated off. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch ein bisschen Solarstrom, denke ich mal. Die Frage ist, nehmen wir die ganz großen? Aber es würde fast Sinn machen, oder? Bei so einer Deep Space Mission können wir eigentlich Vollgas geben. Eieiei, es wird immer weniger Just Wait. Genau, wir können dieses Heat-Dingsbums, das glaube ich davon. Also hier schafft das nicht. Ich glaube, wir brauchen sogar drei. Das war eben noch gelb. Also er radiated auch ein bisschen über die Oberfläche des Raumschiffs. Maximum Dissipation.
Total Heat Production 136 Kilowatt. Das ist relativ wenig, Freunde. Hier kriegen wir ihn runtergefahren. Okay. Sehr schön. Dann fahren wir ihn doch einfach mal auf. Zehn Prozent. Zack. Da müssten wir nämlich auch. Ja, wo können wir drei bleiben? So, dann haben wir eigentlich sogar drei Stromquellen an Bord. Also so viel Redundanz hat nicht mal die NASA dabei. Doch, wahrscheinlich hat so viel Redundanz die NASA dabei. Da sind wir eigentlich safe. Und dann können wir ja mal nach und nach gucken, wenn wir das hochfahren. Also eigentlich... irgendwo so bei 40% Reaktorleistung. Verlieren wir langsam... verlieren wir langsam die Kühlung. So. Antenne ist oben drauf. Die Instrumente sind drauf. 2600 Delta V sind drauf. Stromerzeugung. Backup-Stromerzeugung, Kühlung. Sollte eigentlich passen. So. Reaction Wheel ist drin. Eigentlich fällt mir nichts Dummes ein. Mal das bisschen noch, aber eigentlich sollte das in sich relativ stabil sein. Ist ja nicht groß. So. Ach ja, jetzt kommt nochmal die Frage. Ah, genau, ich hatte ja noch was vor. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Verdammt, wie mache ich das? Kleinigkeit wollte ich noch tun. Da hatte ich euch mental noch nicht eingeweiht. Und ich glaube, diese Kleinigkeit wird der Grund, warum ich auf 2 runtergehe. Zack. Das reicht auch. So. Let's do this. Ich habe nämlich vor, eventuell etwas Science nach Hause zu schicken.
Kann man das Ding scannen? Nope. Oder doch, irgendwie ging das doch. Irgendwie konnte man die Größen umstellen von den Dingern. Previous size. Cool. Das wäre es doch eigentlich. Wieso ist eigentlich ein Tag des Streams geistige Gesundheit? Genau deswegen. Jetzt kaputt. Hoffen wir, dass einer reicht. So. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, dieses winzige Ding hier zu bauen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und jetzt noch eine Antenne. Was ist der? Eieiei. Ich hoffe, dass das halbwegs passt. So an die Sonne ran. Ich baue. Ich baue ein Science Return Modul. Das wäre zumindest so meine Hoffnung. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es funktioniert. Tatsächlich noch nicht so sicher. Ob es funktioniert. Na, das muss ja nicht docken. Wenn ich es schaffe, das dahin zu fliegen, dann ist es super. Dann können wir die Science auch ausladen, aber ich will vorbereitet sein, falls das nicht funktioniert, um auch einen sehr heißen Wiedereintritt zu machen. Aus einer interplanetaren Umlaufbahn. So. Zack. Zwei.
Dings hat der? Der Hex hat. Reaction-Media hat er. Okay. Damit jedes Manöver auch schief geht. Na, no, muss nicht zwingend. Muss nicht zwingend. Deshalb gucke ich, ob da ein Reaction Wheel drauf ist. So, und davon ist jetzt die Frage, nehmen wir davon jetzt zwei mit? Ich glaube, ja, ich nehme davon noch einen zweiten mit. Beziehungsweise, ich nehme einfach zwei. Ja, ein Akku ist eine gute Idee. Ein Akku ist tatsächlich erwiesenermaßen keine komplett schlechte Idee. Ich will nur gerade, wo wir es hinbauen. Make it double. Wären die Antennen nicht symmetrisch besser? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich wären sie das. Warum zwei Recoveries? Weil ich, bevor ich die gefährlichen Sachen mache, nämlich durch Atmosphären durchtauchen, dann eine schon mal losschicken würde, damit ich nicht einen Komplettverlust erleide. Also ich würde halt einmal einen Zyklus machen mit den ungefährlichen Dingen, also alles, was ich so im Orbit treibe, also High Orbit, Space Near. Und dann würde ich erst beginnen, in Atmosphären einzutauchen und da nochmal Daten zu sammeln, würde aber vorher die erste Return Probe quasi schon abwerfen, damit ich danach risikobehafteter arbeiten kann. Genau, das ist die Überlegung dahinter. Tatsächlich. Also einfach Risikomanagement. So, Tobias Mädel, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So, ich glaube, ich werde nicht noch eine zweite Probe mit anbauen. Oder? Wie groß ist denn dieses blöde Experiment? Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir können es ja mal kaufen. Wir brauchen das eh. Das Sentinel Infrared Telescope ist eine Sache, die sollen wir ja tun. Wie groß bist du? Du bist relativ erschreckend groß, Minion. Hey, hey, hey. Wow. Und dein anderer Punkt ist da, so, ne? Ja. Okay, das heißt, wir müssen eh auf so ein Format gehen. Ich glaube, den Start sehen wir heute nicht mehr. Doch, ich glaube, den Start seht ihr heute noch tatsächlich, ohne euch jetzt ran cliffhängen zu wollen. Ich glaube schon, dass ihr den heute noch seht. So, zack. Ich brauche aber den. Den jetzt.
Nicht mit der Einstellung. Schaut, das ist, was ich haben wollte. So. Jetzt käme. Ja, das wird nicht funktionieren, denke ich mal. Daran wird es scheitern. Ja, ich krieg den da nicht ran. Weil der quasi nach oben abschließend ist. Ne, damit muss man eine eigene Rakete bauen. Dann ist es so. Dann ist es so. Hilft ja nichts. Okay. Gucken wir mal, ob ein 1,8er reicht. Sieht gut aus. So, was wiegt der Spaß bis hierhin? 12 Tonnen, ne? Es geht eigentlich. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet. Schauen wir mal, ob es reicht. Interstage Note des Fairings. Ah, das wäre mir zu clip-anfällig, glaube ich. Also zu krakenanfällig. Ich weiß nicht, wie sie es verhält. Tatsächlich. Okay. So, ich glaube, jetzt ist alles wieder da. Keine Ahnung, OBS hat irgendwie die Verbindung geschmissen. Wer weiß, was er dafür Sorgen hatte. Wer weiß. Gut, ich gucke mal, ob es reicht. Cheetah ist dann doch relativ... vielleicht machen wir keine Fallschirme auf unterwegs. Rage Quit, genau. So. Ach so, wir sind wahrscheinlich. Ja, wir sind hier noch auf. So, Vakuum sind es 1000 Meter. Ein bisschen mehr können wir machen. So, was hat er jetzt für. 056er Trust Weight. Das ist okay. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht hier im letzten Moment irgendwie noch meine Verbindung irgendwie die Hufe hochreißt oder so. Das wäre sehr unschön. Das wäre sehr unschön. So, hier macht es, glaube ich, den Braten nicht mehr besonders fett, wenn wir auf die große Kiste gehen. Weil die Rakete ist eh schon sehr teuer. Oh, vielleicht. Vielleicht lasse ich mich angenehm überraschen. Tatsächlich nicht.
Nö, den fliege ich heute mal ohne Booster. Das geht so schön. So. In der Theorie. Zack. Lass uns mal gucken. Irgendwo ist jetzt hier auch mein Haupttriebwerk und der dazugehörige Decoupler. So, jetzt ist die Frage, das ist fast ein bisschen knapp, um so weit rauszugehen, ne? Also wir brauchen... da noch mal ein bisschen mehr. Ich denke, wir werden einfach beim Start... Ist da was? Wir machen das doch mit Boostern. Einfach um die... Also dann sparen wir uns nämlich die Engine und mit dem eingesparten Geld kaufen wir uns Booster. Und mit den Boostern sollten wir nochmal deutlich mehr Delta V rausbekommen aus der Nummer. Das ist mir zu knapp sonst nach Jol. Also im Sinne von, das hätte nicht geklappt. So knapp. So. Autostrad. Zack. So, ja, haben wir schon gestrattet. Das da macht mir ein bisschen Sorgen, die Verbindung, aber vielleicht packen wir da noch ein paar Struts dazwischen. Die ist mir echt ein bisschen dünn. Ehrlich gesagt. So, ich hoffe, dass das stabil genug bleibt. Und dann zack. 1,8. Das sieht doch schon ganz gut aus. Mit dem Vakuum haben wir dann 7800. Also, wir brauchen 3400 dahin. Tausi drauf sind wir bei 4400. Tausi drauf sind wir bei 5500 gerundet. Inklinationsangleich dazu mit großzügiger Rundung 6000 und dann bremse ich mich mit einem Gravity Assist rein, dann haben wir noch relativ, ja, passt. Du müsstest auch noch ein Comnetz schicken. Na, ich glaube ein Comnetz, hoffentlich brauche ich kein Comnetz. und die Probe an sich hat eine Relay-Antenne, eine sehr starke drauf, die wird auch dort verbleiben. Also die Probe lasse ich zurück. Die ist dann eine Art Relay draußen an Jol. Mit einer relativ großen Reichweite. Also eigentlich sollte das tun. Okay, Freunde, lasst es uns ausprobieren. Die hatte ich gestartet. Ja. Ich brauche noch eine Startrampe. Und dann geht's auch schon los. Das noch richtig rein und dann würde ich sagen, starten wir das Boot mal in Richtung Orbit. Und gucken, was passiert. Ich habe ja gesagt, das starten wir heute noch. Ist zeitlich knapp. So wenig Booster. Ich denke, 4 ist völlig okay. Das wird es ganz knapp in den Orbit schaffen. Und ich hoffe natürlich ohne Rolle. Schauen wir mal.
wie das so aussieht. Ne? Ne? KSP lädt auch noch. Okay. Hat kurz einen Moment gebraucht, um darüber nachzudenken, was es tun möchte und was nicht. So. SRS an. Und los geht's. Ich habe direkt mal schon das Haupttriebwerk relativ weit gedrosselt. Das wird ein steiler Abflug. Das ist meine Meinung zu KSP2. Tja, was ist die Meinung von einem Heroinsüchtigen zu Fentanyl? Wird bestimmt ordentlich knallen, das Zeug. Ich bin da vielleicht die falsche Person für eine neutrale Mann. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr drauf. Bin gespannt, was sie daraus machen. Und ich hoffe. Ich hoffe, dass sie ein gutes. Gutes Spiel draus machen. So, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Also wirklich nicht. Das hat mich jetzt natürlich auch einen vernünftigen Orbit gekostet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was los ist, aber ist ein bisschen nervig. So. Das kann eigentlich schon mal an. Wie hat denn jetzt noch ein 50G-Rating? Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ein Problem. Werden wir sehen. So. Ich hoffe, das war der letzte Aussetzer für heute. Während sich unser kleines Gefährt. Ich habe da was vorbereitet, genau. So, die Zwiebel ist jetzt schon geschnitten. Alle 20 Stück. Genau, der Rotor da vorne ist für den Vortrieb. Und damit quirlen wir uns durchs Weltall. Das ist ein sogenannter Quirl-Warp-Antrieb. Und damit werden die Warp-Wellen erstmal aufgeschaukelt. Dann
Naja. Durch den Warp geworbt. Durch den Warp geworbt. Wie keine Badges. Du hast keine Badges oder was? Alles weg. Bei mir hast du es noch, wenn es dich irgendwie beruhigt. Bei mir hast du es noch. Aber vielleicht. Vielleicht ist das alles. Ein gutes Zeichen, dass es nicht nur bei mir so ist, dass Twitch ein bisschen spinnt. Technisch gesehen meine ich damit natürlich um Himmels Willen. Liebe Twitch-Mitarbeiter, wenn, dann spinnt ihr natürlich nur technisch. Irgendwas ist heute fishy, aber ich weiß auch nicht. Also meine Leitung war okay. Ich habe zum Beispiel die ganze Zeit Verbindung zum Chat gehabt. Also ich habe die ganze Zeit mitlesen können und auch schreiben können. Interessanterweise. Aber irgendwie hat es OBS ausgehebelt. Wer weiß. Wer weiß das schon so genau. Ist heute einfach kein guter Tag. So. Hat heute seine Probleme. So, dann noch einen kurzen Schub mit der nächsten Stufe. Et voilà. Dann haben wir schon mal einen Teil der Kosten wieder eingespielt. Sehr schön. So, und dann hätte ich gesagt, haben wir doch schon mal einen sehr schönen Orbit. Das Startfenster nach Jol ist in 13 Tagen. Wir schießen uns jetzt aber schon mal in eine Sonnenumlaufbahn. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und da machen wir dann nächstes Mal weiter. Der Moon wäre potenziell bereit, uns zu assistieren, aber es ist kein guter Assist. Tatsächlich können wir mal gucken, ob wir ihn irgendwo erwischen. Ach, jetzt wollen wir nicht mehr, oder was? Jetzt beleidigt sein. Arschi Arsch. Na gut, dann nicht. Wo bist denn du zu dem Zeitpunkt? Okay, also du würdest potenziell existieren, oder? So ein Swing by. Das ist doch mal eine Ansage. Dann machen wir das doch so. Kilometer Höhe am Moon. Schau mal in den Chat. Ich schau mal in den Chat. Ausrufezeichen Winter. Inklination. Ja, Inklination ist später erst ein Thema zu Jol, so oder so. Das müssen wir dann noch machen, aber eins nach dem anderen. So, na gut. Aber was habe ich denn hingewindert bekommen? Das kann ich nicht gelten lassen. Ich habe doch nichts geschafft. Ich schaffe doch nichts. Komm, Destroyer, nur um dich glücklich zu machen, akzeptiere ich das. Aber es ist kein offizielles hingewintert bekommen. Ich habe nur ein normales Manöver geflogen. Das lasse ich noch nicht gelten. So. Und. So, und dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht den Flyby am Moon für ein Swingby unter Schub nehmen können. Das müssen wir mal schauen, wie sich das Richtung Jol ausgeht. Eventuell wäre das echt eine schöne Möglichkeit, den Oberth-Effekt mit reinzuziehen. Mal sehen. Mal sehen. Aber das ist ein Thema fürs nächste Mal. Meine größte Befürchtung ist gerade, dass hier was anderes steht, als es unten in der Fab gerade stand. Aber wir haben noch ein paar Assistenzantennen. Ich hoffe, dass die dann die Sache besser machen. Eieiei. So, ihr Lieben. Wollt ihr mal was für mich tun? Ihr könnt schon mal gucken, wer gerade KSP streamt. Habt ihr vielleicht einen schönen kleinen deutschen KSP-Streamer, der gerade aktiv ist? Oder sie?
Eventuell gibt es ja auch Frauen, die KSP streamen. Dann wäre ich für Vorschläge zu haben. Sonst muss ich gleich selber gucken gehen. Was auch okay wäre. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr meine Arbeit machen müsst. Das ist unser Asteroiden-Defense-Schirm. Der verteidigt uns und macht zeitgleich rührt er die Warp-Wellen auf, damit der Warp schön schaumig wird. Was weiß ich. Es muss halt so. So. Jetzt schauen wir uns, ob wir das so gut wie möglich treffen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich denke, das ist okay. 58 Kilometer. Lecker, schaumiger Warp. Finjay, ich guck mal. Ich guck mal nach euren Empfehlungen. So. Vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen und damit dann tschüss.